für alle, die pünktlich da waren und da sind. Erst einmal herzlichen Dank fürs Pünktlichsein, wunderbar. Und herzlichen Dank fürs Wiederdasein, das dritte Mal. Und dem Thomas herzlichen Dank für seinen dritten Abend. Wir sind sowas von gespannt. Wir wissen, dass bis Mitternacht dauern wird. Wir haben uns genug zu trinken hergestellt. Und sicher. Es sind alle wiederum stumm geschaltet. Bitte nicht erstrecken, dass ihr keine Stimme habt. Aber ich öffne wieder den Chat. So, hallo an alle. Wer will, schreibt hier hinein. Ich werde während des Seminars wieder einiges, was ich als für mich sehr wichtig empfinde, hineinschreiben, wenn der Thomas wieder Buchtitel nennt, wenn er irgendwelche Schlagworte bringt. Das finde ich für mich auch ganz spannend und vielleicht könnt ihr da ein bisschen dann gleich was abschreiben. Ich glaube, es geht heute ab Natriumchloratum, ab der Nummer 8, Thomas. Und natürlich war das ein Witz bis Mitternacht, gell? Aber da du so gerne Witze machst, sage ich natürlich auch was. Du redest natürlich nicht bis Mitternacht, aber so fast. Solange du möchtest, ja. So, gut, das wäre es von meiner Seite. Ich melde mich zum Schluss dann nochmal. Ich bin die Dame im Hintergrund. Wenn irgendetwas ist, bitte in den Chat schreiben, dann versuche ich das zu richten. Und ich darf jetzt das Wort an den Thomas übergeben und freue mich sehr auf diesen dritten Abend mit euch und mit dem Thomas. Herzlichen Dank. Ja, liebe Teilnehmer, herzlich willkommen zu unserem dritten Teil. Ich gratuliere zu der Ausdauer, die Sie haben. Und jetzt ein kurzer Rückblick auf das, was hinter uns liegt. Die Mineralstoffe 1 bis 5 waren so die Begründung der Existenz. Nummer 1, der Schutz, die Hülle. Und Nummer 2, die Fülle, also die Begründung der Existenz. Nummer 2 ist ja auch der existenzielle Mineralstoff, Calcium phosphoricum. Und diese Existenz setzt sich jetzt mit der Welt auseinander. Und da haben wir gehört, die Reibung, wo es warm wird und dass man mit der Auseinandersetzung sehr viel Ferrum phosphoricum verbraucht, also die Auseinandersetzung Nummer 3. Und dass sich diese Auseinandersetzung mit der Welt auch fühlen kann, wie heftig sie ist oder wie sie zu softy ist, dass ich zu wenig mich intensiv mit der Welt beteilige, dass ich fühlen kann, wie ich mich mit der Welt auseinandersetze. Das ist Nummer 4, Kaliumchloratum. Und jetzt brauche ich nur Energie, dass ich mich mit der Welt auseinandersetze und das ist Kaliumphosphoricum. Also Schutz, Leben, Auseinandersetzung, Fühlung dessen, was geschieht, erfühlen, was geschieht und die Energie. Und dann gehen wir jetzt ins Leben. Und dann kommt sofort diese Auseinandersetzung. Wir reden ja immer von Defiziten, das muss ich dazu sagen. Es wäre vielleicht sogar ein vierter Teil gut, wenn man sagen würde, na, wie ist es, wenn es gut ist? Aber jetzt reden wir mal doch von den Defiziten. Und da erlebt der Mensch, dass er viel Anerkennung bekommt, dass er gut im Leben steht, vermeintlicherweise, wenn er alle Wünsche, Forderungen und Erwartungen seiner Umgebung erfüllt. Und da sind wir jetzt bei Kaliumsulfuricum, bei den 100.000 Antennen, die ausgebildet werden, damit man ja nichts übersieht. Und es kommen alle anderen dran und selber kriegt man keine Luft. Und Sie wissen ja, Nummer 6, Kaliumsulfuricum, Lufthunger. Unter Umständen auch Asthma. Aber das ist jetzt mehr der körperliche Bereich und ein extremer psychosomatischer Bereich, der in dieser Übersicht keinen Platz hat. Und jetzt, wenn ich Wünsche, Erfüllung, Wünsche, Erwartungen und Vorstellungen der Umgebung erfüllen will, dann gibt es natürlich die Frage, ja, kann ich denn das? Kann ich das? Ist es mir möglich, das zu erfüllen, was die Umgebung von mir verlangt? Und natürlich, wenn jetzt der Mensch aber schon einen sehr schwachen Stand im Leben hat, wenn er unsicher ist, wenn er sich sehr schnell entwertet sieht, dann kommt er natürlich, wenn er draufkommt, er kann etwas nicht entspannen. Und wer spannt? Die Nerven. Und an den Synapsen
an diesen Verschnürungen der Nerven sitzen, Magnesiumphosphorikum-Moleküle. Und die hat Schüssler entdeckt, das möchte ich unbedingt betonen. Hahnemann hat ja zwei verschiedene Verbindungen mit Magnesium schon erforscht gehabt. Und Schüssler hat durch die damaligen Forschungen, Molleskott und andere, hat er festgestellt, dass an den Verschnürungen der Nerven Magnesiumphosphorikum-Moleküle lagern. Und wenn es jetzt zu einer Spannung der Nerven kommt, kommt es zu einem Mangel und wir sehen das. Es steigt die Röte hoch, diese dynamische Röte. Dem Menschen ist innerlich ganz heiß und äußerlich ist es nicht besonders warm. Besonders warm ist es bei Ferrumphosphorikum. Und wenn wir jetzt weiterschauen, kommen wir natürlich zur Nummer 8. Die Nummer 8 ist in unserem Manuskript nicht enthalten. Ich habe eine Zusammenstellung an Susanne Flinsch geschickt, an Nana geschickt, und die hat das ja an Sie schon weitergeschickt. Diese Übersicht müssen wir jetzt nicht unbedingt einblenden. Ich gehe gleich zur Nummer 8 und habe jetzt noch eine Vorbemerkung, dass vielleicht manches für Sie überzeichnet klingt. Übertrieben. Aber es ist so, dass man vielleicht manchmal so ein bisschen doch noch extremer formulieren muss, dass die Hintergründe wirklich gut verständlich sind. Also ein bisschen überzeichnen, das tue ich schon manchmal. Und jetzt Natriumchloratum, was ist denn das für ein Mineral? Ich sage Ihnen was, ein ganz wichtiger. Er ist zuständig oder er ist der Betriebsstoff für die Flüssigkeiten. Wir bestehen zu 60-70% aus Wasser. Und der Betriebsstoff für dieses Wasser ist Natriumchloratum, ist deshalb auch der Hauptbetriebsstoff für die Nieren, wichtig für die Schleimhäute, weil es ist ja das Werkzeug, mit dem der Organismus das Mucin bindet, wichtig für die Knorpel, für die Augen, also für alle Körperteile, die nicht durch eine Durchblutung in den Stoffwechsel eingebunden sind. Also wichtig für die Bindegewebsflüssigkeit und es ist der Hauptmineralstoff für Histaminstoffwechsel und deshalb Hauptbetriebsstoff auch für alle Allergiezusammenstellungen und da auch natürlich auch für den Zellallergiekomplex der Adlerpharma. Dann haben wir noch was, das ist ein Mineralstoff, der, wie soll man sagen, Insektengifte bändigt, bindet und ist natürlich der Hauptmineralstoff auch im Stingerway. Das ist ja diese Creme für Mückenstiche, die wirklich sehr erfolgreich von Müttern angewendet wird. Und das ist natürlich auch für die Impfungen, wenn es um die Impfschwellung geht. Und wenn ich gesagt habe, Hauptbetriebsstoff für das Wasser, dann geht es auch ums Wassertrinken. Und jetzt haben Menschen wenig Betriebsstoffe für die Regulierung von Flüssigkeit, von Wasser. Und was haben die? Keinen Durst. Eine ganz einfache Empfehlung, obwohl wir Psychosomatik betreiben, trotzdem hier bei diesem Mineralstoff. Wenn Menschen nicht Wasser trinken können, 1, 2, 3 Tabletten von der Nummer 8 in das Glas Wasser und die Menschen können Wasser trinken. Ich habe eine Frau erlebt, die hat zu mir gesagt, Herr Fechtinger, ich muss das Wasser regelrecht kauen, dass es oben bringt. Bitte, Nummer 8. Der Fluss des Lebens und der spielt jetzt bei diesem Mineralstoff eine große Rolle. Die charakterliche Landschaft dieses Mineralstoffes ist geprägt von der Enttäuschung. Grundsätzlich. Also wenn es darum geht, warum verbraucht der Mensch viel von diesem Betriebsstoff? So sehr er sich bemüht, dieser Mensch, die Erwartungen der anderen zu erfüllen, wir werden gleich verstehen, warum es ihm nicht gelingt. Und dadurch erlebt er nicht diese vermeintlich liebevolle Zuwendung, nach der er sich so sehnt. Alles nur, weil er zu oft jene Erwartungen erfüllt, von denen er glaubt, dass der andere sie hat. Und da machen wir jetzt einen Ausflug in das Selbst. Wir haben ja Wörter, gell? Selbstverständnis, Selbstbehauptung, Selbstkritik und so weiter. Und das Selbst
ist etwas Wesentliches im Menschen. Da gibt es einen amerikanischen Sozialphilosoph, den Herbert Mead, der daran gearbeitet hat. Und wissen Sie, an der Interaktion der Menschen. Und wissen Sie, dass der grundsätzliche Satz von ihm heißt, dass das, was jemand von sich weiß, das ist, was ihm von anderen über ihn vorher schon gesagt wurde, rückgespiegelt wurde, bestätigt wurde. Und das vor allem natürlich als Kind. Das Kind, der Mensch, wird sich seiner selbst bewusst, nur durch die Rückspiegelung aus der Umwelt vorerst. Der Mensch braucht im Prozess seiner Selbstwerdung das Du. Und deshalb habe ich ja schon das letzte Mal das Buch von Martin Buber vorgestellt, Ich und Du. Ja, und dann kommt es aber zu Konflikten. In dieser Selbstwerdung erlernt der Mensch seine Verhaltensweisen. Vorerst sind es einmal reine Reaktionen, Einstellungen, die ohne weitere Überlegungen einfach nachvollzogen werden, wie sagen wir, auch kopiert werden. Im Sinne einer reinen Anpassung. Und im Laufe der Zeit werden aber vom Kind die Reaktionen auf das abgestimmt, was zu einer Bestätigung führt. Eigentlich zu einer Bestätigung des eigenen Selbst. Ja, ich habe jetzt richtig gehandelt. Und das wird immer als Aufwertung empfunden. Allmählich stelle aber fest, dass von verschiedenen Menschen verschiedene Erwartungen kommen, wodurch er unter Umständen eine innerliche Widersprüchlichkeit erleidet. Er kommt in Konflikte. Er will natürlich sich jedes Mal auf die ihm zukommenden Erwartungen einstellen. Sind sie jedoch verschieden, und es gibt sogar bei ein und derselben Person, dass einmal das verlangt und einmal verlangt das Gleiche anders. Aber meistens bei verschiedenen Menschen muss er Verhaltensformen ausbilden, die nicht miteinander übereinstimmen. Sie können sich sogar widersprechen. Auf dieses Problem gehen wir dann vor allem bei der Nummer 11 ein. Der Widerspruch wird unterdrückt, damit er sich wohlfühlt, und dadurch kriegt er die bestätigende Zuwendung. Und vor allem natürlich möchte er diese Zuwendung von Menschen, mit denen er eng zusammenlebt. Und es ist so, diese Bestätigung oder diese Struktur, diese Zuwendung, diese Bestätigung des Verhaltens zu bekommen, das senkt sich immer tiefer in sein Dasein. Und daraus, wie soll man sagen, zieht er den Sukkus, also die Lehre, dass die Berechtigung zum Leben verdient werden muss. Unter bestimmten Bedingungen wird einem zugesprochen, dass man den Platz in dieser Welt redlich verdient hat. Und zwar geht es hier um Leistungen, also um Leistung, um Anpassung, um eilfertigen, ja vielleicht sogar vorauseilenden Gehorsam. Und da steigert sich das jetzt. Und zwar erlebt er einen Erfolg, wenn es ihm gelingt, dem anderen die Wünsche von den Augen abzulesen. Und vor allem einen Erfolg erlebt er bei allen Versuchen, wenn die Harmonie nicht gestört wird. Also wenn alles, was Unruhe stiftet, Krisen bringt, Streit bringt, eigentlich unter Umständen alles, was lebendig ist, wird unterdrückt. Und da erlebt der Mensch, dass nie das eigene, also die eigenen Empfindungen, wichtig sind, sondern die Bestätigung von außen gefragt ist. Und dann geht es so weit, dass das so verinnerlicht wird, dass diese Institution, die dann da oben sitzt, ihm gegenüber sozusagen schon vorhanden ist, dass er sich selbst die Existenzberechtigung von bestimmten Bedingungen ableiten beginnt. Und im Selbstgespräch formuliert er dann, heute war ich wieder einmal fleißig. Ja, wer beurteilt hier wen? Es ist eine Gespaltenheit vorhanden. Wenn ich mir etwas vergönne, fühle ich mich wohl. Eigentlich müsste es heißen,
freue mich, dass ich mir etwas vergönne oder dass ich hier das genießen kann. Oder heute war ich wieder einmal fleißig. Oder wenn ich mir etwas, gestern habe ich mir ein neues Kleid gekauft, das habe ich mir aber wirklich verdient. Musst du dir das verdienen? Also es entsteht die Haltung, die Anforderungen der anderen unbedingt erfüllen zu wollen. Immerhin geht es ja um die eigene Existenz, die hier bestätigt wird und wo der Mensch glaubt, dass er sie hier auf diese Art begründet. Aber es steigert sich das Ganze, wenn dann Mutter oder Vater strenge Vorstellungen haben und genauen Ablauf im Leben so forcieren und formulieren und die Kinder sozusagen die Mutter auswendig lernen und schon etwas erfüllt, bevor sie es ausspricht. Und dann sagt die Mutter, was du für ein braves Kind bist. Du weißt ja genau, was ich möchte. Und dieser vorauseilende Dienstgehorsam, könnte man schon fast sagen, bei diesem vorauseilenden Dienstgehorsam stellt der Mensch aber nicht fest, dass die Bedingungen, die er erfüllen will, seine eigenen Gedanken und Vorstellungen über den anderen sind. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass die Erfüllung, die er jetzt vollbringt, zutrifft. Weil er hat ja bei der Mutter das 100.000 Mal, Entschuldigung, übertrieben, erlebt und dann kann er es auch vollziehen. Und man könnte jetzt sagen, er wird Opfer seiner eigenen Erwartungen und Projektionen. Es kann natürlich passieren, dass die Mutter einmal was anderes will oder der Vater und dann gibt es schon einen Konflikt, weil das Kind wollte ja brav sein und erlebt. Es ist ja gar nicht so brav, wenn es das tut, was sie da eingelernt hat. Also es werden Erwartungen erfüllt, welche Erwartung der andere von ihm hat. Es gibt die Erwartungen über die Erwartungen, die der andere hat von ihm. Er projiziert seine eigenen Vorstellungen vom anderen in den anderen hinein. Und es werden Erwartungen bei diesem Erfüllungsgehorsam bleibt. Und bei der Beantwortung, muss ich es genau formulieren, bei der Beantwortung der aus der eigenen Vorstellung heraus konstruierten Erwartungen des anderen, zeigt sich, dass der andere mit den ihm erfüllten Wünschen unter Umständen gar nichts zu tun hat. Es kommt nämlich dann so weit, dass nahen Personen ebenso gleich die Erwartungen erfüllt werden wollen, wie zum Beispiel der Mutter. Da gibt es natürlich jetzt ein Buch, das hier genau hereinpasst, und das ist Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein. Der schreibt unter anderem die Geschichte vom Hammer. Ja, da will jemand ein Bild aufhängen. Und er hat einen Nagel, aber hat keinen Hammer. Aber der Nachbar, der hat doch einen Hammer. Aber dieser Nachbar, der ist so unmöglich. Mit dem kann man nicht reden. Und der schneidet mich ununterbrochen. Auch grüßen tut er mich nicht. Der schaut mich auch so unfreundlich an. Und dann geht der zum Nachbarn hinüber, läutet. Und der Nachbar macht die Tür auf und dann sagt er, den Hammer, den können Sie sich behalten. Ja, Anleitung zum Unglücklichsein, Paul Watzlawick. Ein lesenswertes Buch, wo man sich selber auf die Schliche kommt, vielleicht. Ja, wenn jetzt jemand diese Erwartungen nicht hat und es werden ihm Erwartungen erfüllt, die er gar nicht hat, kommt zu Missverständnissen, zu Missstimmungen. Wenn aber jetzt der Mensch, der erwartet,
hätte ich mal gesagt, fantasierte Erwartungen erfüllt, ja. Erwartungen, die er formuliert hat in seinem Leben und wo er meint, das ist richtig so, wenn ich das tue. Und der andere, ja, der spielt halt mit. Ich nenne das Ganze das Komplott gegen das Leben. Solange das aufrechterhalten wird, läuft ja alles wie geschmiert, aber gespielt und unecht. Und man könnte hier ganz ironisch sagen, sogenannte Artigkeiten werden erfüllt. Schwieriger wird es aber die Situation, wenn der andere mit den angebotenen Erwartungserfüllungen nicht zufrieden ist. Weil er mit dem nichts zu tun hat, was ihm da erfüllt wird. Und da entsteht für den Betroffenen ein Teufelskreis, dem er durch weitere Bemühungen entkommen will. Indem er sich noch mehr bemüht. Er schwitzt vor Anstrengung, weil er Erwartungen erfüllen will, die doch auf der Hand liegen. Das ist doch selbstverständlich. Er weiß es doch, was der andere erwartet. Das ist doch sonnenklar. Und dabei läuft es ihm heiß und kalt über den Rücken vor Erwartung. Heiß und kalt wäre schon wieder Natriumchloratum. Heiß und kalt über den Rücken vor Erwartung, wie die von ihm erbrachte Leistung beim anderen ankommt oder ob es schon wieder nicht passt. Er läuft dabei aber auch an sich selber heiß, wohl nur innerlich, aber es hat entsprechende Folgen in seinem Körper. Der Mensch, der an der äußeren Welt heiß läuft, ja, das haben wir bei der Nummer 3 gehabt, da geht es um die Reibung, der verbraucht viel von der Nummer 3 Ferrumphosphorik. Im Gegensatz dazu verbraucht derjenige, den wir jetzt besprochen haben, der ist ja an innere fixierte Bilder gefesselt, an Vorstellungen und Vorurteilen, und der läuft auch heiß, innerlich, an diesen Vorstellungen. Und da wird natürlich viel von der Nummer 8 verbraucht. Und was hört der andere, der die so gut gemeinten Erwartungen nicht schätzen kann? Hier kann ich es ja nie recht machen. Und man glaubt natürlich jetzt zu Recht, verschnupft zu sein. Ich habe die Nase voll von dir, sagen wir dann auch. Ne? Zu Recht voll, die Nase voll von dir. Aber an der Reaktion zeigt sich ja dann auch die Unbeholfenheit der Situation gegenüber. Es wird geschmollt. Der Mensch zeigt sich getränkt. Vielleicht trotz der unter Umständen. Vielleicht gibt er seinen Unwillen kund. Oder er schweigt innerlich aufgebracht. Er fühlt sich auf jeden Fall ungerecht behandelt. Weil der andere auf die Handlungsmodelle, die er ihm unterschwellig, ohne es zu wissen, unterstellt hat, nicht eingegangen ist, nicht ihnen gerecht wurde. Die Menschen leben ein ritualisiertes Leben, das lese ich jetzt vor, festgeschriebene Modelle, die auf der körperlichen Ebene mit Gelenksdeformation, im Besonderen mit Knorpeldegeneration und mit Gicht korrespondieren. Also die Beweglichkeit leidet. Also wir haben gesehen, dass die Menschen mit diesen Verhaltensweisen nicht im Leben sind. Sie stehen nicht einmal daneben. Es ist wie eine innere, nach innen orientierte Kugel, die sich an der Welt reibt. Oft ist es eine Enttäuschung, die hier den Menschen anfühlt, erfüllt und der eingebildete Gekränkte, da fällt mir natürlich der eingebildete Kranke ein, der eingebildete Gekränkte geht symbolisch oder gar auch äußerlich in den Schmollwinkel. Und er braucht jetzt eine Zeit, bis er diese Enttäuschung geschluckt hat. Und wissen, schlucken haben wir schon wieder die Verbindung zur Nummer 8. Und vielleicht entsteht ein Globusgefühl, das mit der Nummer 7 dann zu tun hat, weil das hat auch mit der nervlichen Spannung zu tun. Es ist ja nicht immer nur ein Mineralstoff allein. Und vielleicht das Globusgefühl, er würde es gar nicht schlucken. Aber der Teufelskreis beginnt ja immer wieder von Neuem. Immer wieder von Neuem, bis es ihm gelingt, diese Verkapselung zu öffnen. Von der werden wir noch sprechen. Aber es kommt leider oft nicht zur Öffnung der Kapsel,
sondern eher zur Trennung von den Menschen, die so wenig Verständnis und Einfühlungsvermögen haben. Denn die Schuld haben immer die anderen. Von dir will ich nichts mehr wissen, denn du weißt ja gar nicht zu schätzen, was ich alles für dich getan habe. Wird dann dem vorgeworfen. Und der wollte sich eigentlich nicht bevormunden lassen. Und da wird natürlich auch gut verständlich, dass manch wohlgemeinte Tat in Wirklichkeit Egoismus ist, unter Umständen extremer Egoismus im Sinne des auf sich aufmerksam Machens, wie gut man doch das Leben verstünde und dass man doch gar nicht anders handeln könne als richtig. Ja, es bleibt für den Menschen, der von diesen Lebensmodellen geplagt ist, völlig unverständlich, wie die Welt auf ihn reagiert. Und wir wollen das Ganze jetzt noch steigern. Wir kommen zum Hollywood-Ideal von Liebe. Wer seinen Partner wirklich liebt, liest ihm seine Wünsche von den Augen ab. Und wenn er in dieser Struktur drinnen ist, dann verbraucht er nicht nur viel von der Nummer 8, sondern er braucht viel Energie dafür und verbraucht natürlich auch Nummer 5. Er ist aber in einer Zwickmühle. Er muss sich ja, wenn er sich befreien will, innerlich gegen dieses Ideal zur Wehr setzen, aber auf der anderen Seite muss er der Angst begegnen, dass er seinen Partner verlieren könnte. Denn es könnte ja sein, wenn er nach seinen Wünschen nun wirklich fragt, dass der Partner zur Antwort gibt, ja, wenn du mich liebst, müsstest du es ja eigentlich wissen. Ja, wieso soll ich denn das wissen? Ja, wer seinen Partner wirklich liebt, liest ihm seine Wünsche von den Augen ab. Und dann könnte aber die Antwort heißen, und das ist wieder Frankl und Trotzmacht des Geistes. Und wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du nicht von mir verlangen, dass ich Gedanken lesen kann. Aber wir gehen noch weiter hier in dieser Fixierung. Diese Fixierung habe ich schon angedeutet mit der Erstarrung, mit dem Knacken der Gelenke, mit Unbeweglichkeit, also diese Erstarrung. Diese Festhaltung, diese Fixierung drückt sich eben in einer Unbeweglichkeit aus. Unter Umständen auch bei Räumen und Gicht, aber diese Deutungen sind natürlich schon fakultativ, also mögliche, auf keinen Fall zwingende. Aber es kommt auch zum großen Stau im Körper, Flüssigkeitsstau, Hitzestau, eigentlich Stau des Lebens. Das Leben stockt, weil es auf bestimmte Verhaltensmodelle, Strukturmodelle festgeschrieben ist. Das Leben fährt auf bestimmten Gleisen herunter, oft nach kleinkarierten Mustern. Und jetzt ist es aber so, dass hinter all den mühevollen Anstrengungen, dem anderen hier seine Erwartungen zu erfüllen, hinter all den mühevollen Anstrengungen steht die Angst, dass alles umsonst ist. Es kann doch nicht möglich sein, dass alles, wie man die Welt verstanden hat und wie man auf die Anforderungen geantwortet hat, dass das falsch gewesen sei. Aber tatsächlich war ja sein Handeln nicht falsch. Es war die Antwort auf Situationen, die er erlebt hat, wo er unter Druck war, in der Kindheit, in der Jugendzeit. Und da wurde viel Mühe aufgewendet. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir unter Umständen Situationen erleben, in denen wir Strukturen ausbilden, um zu überleben. Es kommt dann noch schärfer bei den weiteren Mineralstoffen. Aber je größer die Mühe war, je größer die Intensität war, also je intensiver die Anstrengungen waren, und diese Verhaltensweisen auszubilden, umso mehr wird an ihnen festgehalten. Und hinter vielen Abwehrreaktionen steht die Angst zu entdecken, dass die Erfüllung der Erwartungen, die man an sich selbst richtet, unmöglich ist. Was ist die Erwartung, die man an sich selbst richtet? Ich kann die Erwartungen des anderen feststellen. Ich kann sie empfinden, nicht erraten. Erraten wäre viel zu viel Zufälligkeit.
Nein, ich weiß, was der andere erwartet. Und dass diese Struktur nun nicht sich erfüllt. Also, dass die Erfüllung der Erwartungen, die man an sich selbst richtet, ich erwarte, dass ich das erfassen kann, was der andere will, dass das unmöglich ist. Von der Qual der Mühsal, diesen hohen Anforderungen zu entsprechen, war das eigene Handeln geprägt. Aber es ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit, von der Vorstellung auszugehen, die Erwartungen des anderen wissen zu können, ohne ihn gefragt zu haben. Natürlich im gemeinsamen Leben äußert der Partner schon manchmal, was er sich wünscht. Und wenn man ein bisschen genauer hinhört, wenn man die Ohren offen hat, dann merkt man sich das. Aber das ist jetzt nicht das, was hier beschrieben wird, sondern das ist ein geäußerter Wunsch, eine geäußerte Erwartung oder Vorstellung und die wird dann erfüllt. Und natürlich ist dann auch die Freude groß. Aber es ist nicht etwas, was man projiziert. Und Menschen, die in ihrem Leben von besonderen Nöten und Schwierigkeiten geplagt waren, da sind wir ja bei der Nummer 3 gewesen, und vielleicht noch sind, haben die Tendenz, auf alles eine Antwort wissen zu müssen. Wissen Sie, das ist nun etwas, und das könnte man mit einem hohen Blutdruck auch in Verbindung bringen, es gibt Menschen, die so verunsichert sind, dass sie a priori, also von vornherein, alle Antworten wissen müssen, auf die Probleme, die auf sie zukommen könnten. Und es könnte ja der Fall eintreten, dass sich ihnen tatsächlich einmal dieses Problem auch persönlich stellen könnte. Aber durch ihre Zwanghaftigkeit, für alles eine Antwort parat haben zu müssen, stellen sie nicht mehr fest, in welchen Problemen sie jetzt wirklich stecken. Aber sie haben auch den Mut verloren, einmal ohne vorformulierte Strukturen an Situationen heranzugehen, unvorbereitet, hilflos, sogar ohnmächtig. Aber wissen Sie, dann können neue Antworten entstehen. Erst dann können neue Antworten entstehen. Und da kommt jetzt wieder der Frankl. Ich habe ein Buch. Nein, das habe ich mir da gar nicht mehr mitgenommen. Habe das letzte Mal schon hergezeigt. Von der Sinnfrage. Und Frankl sagt hier, nicht wir sind es, die das Leben zu befragen haben, sondern das Leben befragt uns. Und so stellen sich im Leben immer wieder neue Fragen. Ja, ich habe mir vor einem Monat noch nicht vorstellen können, dieses Seminar hier so zu halten. WebEx Teams, WebEx Meeting, wieder ganz was Neues. Und ich freue mich, dass mich Susanne Flinsch auf diese Möglichkeiten hier aufmerksam gemacht hat, ja, dass sie mich sogar in das Ganze da hineingeführt hat. Ich freue mich sehr, danke. Bussi. Bitte, gern. Und also es stellen sich immer wieder neue Fragen, für die wir immer wieder auch neue Antworten finden müssen. Und sind wir da auch offen? Sind wir neugierig? Hören wir hin auf alles, was so an uns herankommt? Oder gehen wir mit Scheuklappen und Ohrstöpseln durchs Leben, weil wir ja eh schon alles wissen und weil wir ja eh schon auf alles eine Antwort haben. Aber wenn wir den Mut haben, neue Antworten zu finden, aufs Leben hinzugehen, uns vom Leben befragen zu lassen, dann verliert sich auch die Angst, auf das Neue, auf das Ursprüngliche, auf das Unerwartete. Und dann gewinnt die Zuversicht Raum, und jetzt würde ich so sagen, schön formuliert, in erfinderischer, intuitiver Weise immer neue Gestalt zu gewinnen in den Wandlungen des Lebens. Wir sprechen hier von der Metamorphose. Wir sprechen hier von Wandlungen im Leben. Und ich habe mir da ein sehr schönes Gedicht herausgesucht. Ich habe heute Susanne gesagt, dass ich das vorlesen will. Und sie kennt das auch. Stufen von Hermann Hesse. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit.
und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere, neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen. Er will uns Stufe um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde. Wenn wir jetzt das so gehört haben, und dann hören wir auch, das Ziel ist der Weg. Ich bin aber dafür, dass auf diesem Weg es auch Raststationen gibt. Gut. Im Eingehen auf viele Lebensmodelle, auch auf die des anderen, von meinem Gegenüber, von meinem Partner, und im Entwickeln und Finden der Situation angemessene Handlungsweise, kommt der Mensch in den Fluss des Lebens. Und das ist die Nummer 8. Er wird dann dem Leben gerecht und der Sitz der Gerechtigkeit, wir kennen den Spruch, auf Herz und Nieren geprüft zu werden, der Sitz der Gerechtigkeit sind nämlich die Nieren und die müssen dann nicht mehr leiden. Und wir sind wieder bei Gicht und Rheuma. Und wenn Natriumchloratum auf der körperlichen Ebene das Fremde, das Gift aus dem Körper entfernt, gibt auf der charakterlichen Ebene die Nummer 8 den Impuls, das Fremde, nämlich die auswendig gelernten Modelle, abzulegen und eigene Handlungsweisen für die jeweilige Situation zu entwickeln oder den Mut zu haben, überkommene Handlungsweisen zu adaptieren für die neue Situation. Und hier gibt es noch einen Querverweis zur Nummer 16, Lithiumchloratum, ein ganz wichtiger Mineralstoff, der hier mit der Nummer 8 auch in Verbindung ist. Und hier zum Schluss Neugierde und Abenteuerlust sind die Hoffnungsträger für ein lebendiges Leben. Und die Affirmation natürlich, ich muss die Erwartungen der anderen nicht erraten, sondern ich kann sie fragen. Und jetzt bitte ich Susanne, das Bild von Seite 47 oder die Folie Seite 47 einzublenden. Na, das war die letzte, ja, 9. Es geht um die Nummer 9, wo es um die zwanghaften charakterlichen Strukturen geht und dann die zunehmende Fähigkeit zur Distanzierung und die befreiende Affirmation. Ich danke, Sie haben ja alle diese Unterlagen auch zugesandt bekommen als PDF und können hier mitverfolgen. Und ich gehe jetzt zu meinen Ausführungen zur Nummer 9, Natriumphosphoricum. Und das ist jetzt ein Mineralstoff, mit dem wir sehr viel zu tun haben. Es geht nämlich um die Säureregulierung, Säurebasenhaushalt. Es geht um den Fettstoffhaushalt und den Kohlenhydratabbau. Also sauer, Säure, da haben wir schon die Querverbindung, wenn jemand sauer ist. Wir kamen bei den Ausführungen zu Nummer 4, Kaliumchloratum, zu dem Ereignis oder zu dem Tatbestand, dass Menschen ihre Gefühle unterdrücken. Es kommt zum Erkalten im menschlichen Miteinander. Ich habe schon gesagt, dass Single-Haushalte überwiegen. Es gibt eine Vereinzelung und Vereinsamung der Menschen. Und Konrad Lorenz hat hier eine Stelle in seinem Bücher, das ist in den 70er Jahren erschienen, die 8 Todsünden der zivilisierten Menschheit, hat einen Text geschrieben, der sehr spannend ist. Die alte Weisheit aus Goethes Schatzgräber, saure Wochen, frohe Feste, droht in Vergessenheit zu geraten. Vor allem ist es die Freude, die durch wehleidige Unlustvermeidung unerreichbar gemacht wird.
Helmut Schulze hat auf die merkwürdige Tatsache hingewiesen, dass das Wort wie der Begriff Freude bei Freud nicht vorkommt. Er kennt den Genuss, aber nicht die Freude. Wenn man, so sagt Schulze etwa, verschwitzt und müde mit durchgekletterten Fingern und schmerzenden Muskeln auf dem Gipfel eines schwer besteigbaren Berges ankommt, mit der Aussicht, alsbald die noch größeren Mühen und Gefahren des Abstieges bestehen zu müssen, so ist dies wahrscheinlich, alles wahrscheinlich kein Genuss, aber die größte Freude, die man sich denken kann. Peak Experiences. Genuss kann allenfalls noch gewonnen werden, ohne den Preis von Unlust in Gestalt saurer Arbeit dafür zu bezahlen. Nicht aber der Freude schöner Götterfunken. Die heutzutage in ständigem Wachsen begriffene Unlustintoleranz verwandelt die naturgewollten Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens in eine künstlich planierte Ebene aus den großartigen Wellenbergen und Wellentälern, diesen Lebensamplituden, macht sie eine kaum bemerkbare Vibration aus Licht und Schatten, ein einförmiges Grau. Kurz, sie erzeugt tödliche Langeweile. Und ich bezeichne das als Kammerflimmern des Lebens. Und hier geht's um Folgendes. Es fehlt die Wärme, die durch die Reibung aus Auseinandersetzungen entstehen würde. Und dies lässt sich auch auf die Auseinandersetzung mit Krankheiten projizieren. Und da gibt es Spekulationen dazu. Bei der Nummer 3 haben wir noch die sogenannten warmen Krankheiten. Es kommt zu einer Erhöhung der Temperatur mit gesundheitlichen Störungen. In Folge aber treten im Krankheitsfall keine fiebrigen Zustände mehr auf. Es sind die sogenannten kalten Krankheiten, wie zum Beispiel Rheuma und Gicht. Und wir gehen jetzt einmal in das Thema, und das hat sehr viel mit der Nummer 9 zu tun, auf das Thema Druck und Gewalt im alltäglichen Leben ein. Und da ist es wichtig, dass wir ein bisschen in die Geschichte gehen. Es geht um die Frage, wo kommt denn dieser gegenseitige Druck, die Gewalttätigkeit in der christlichen Welt und auch in der islamischen Welt, die für uns so von Bedeutung ist, wo hat das seinen Hintergrund? Wo wird hier eine Berechtigung abgeleitet, Gewalt auszuüben, Druck auszuüben? Und natürlich, gerade im Islam, der um das Jahr 600 entstanden ist, sind also sehr viele Elemente der christlichen Religion übernommen worden. Und da kam es noch zu einer Verstärkung der religiös gerechtfertigten Unterdrückung und Gewaltanwendung, vor allem gegen Frauen. Bei Jesus in dieser Gesellschaft war die Frau dem Hausrat und dem Besitz gleich zugeordnet. Also hatte keinen Wert. Wir sind hier, wenn wir das noch im Hintergrund anschauen, auch bei dem Kirchenlehrer Augustinus, der formuliert hat, wenn nötig, darf man den Menschen zum rechten Glauben auch zwingen. Stellen Sie sich vor, Karl der Große hat die Sachsen christianisiert, indem er jeden Zehnten erschlagen ließ, dezimieren. Also das hat, solche philosophische Ausdrücke haben oft sehr schwerwiegend gefunden. Im alltäglichen Leben der Menschen gibt es schon seit langen Zeiten her eine übliche Anwendung von Gewalt und Druck. Und das wurde in viele religiöse Systeme eingebaut. Und die Anwendung von diesem Druck und Gewalt ist sowas von selbstverständlich geworden. Und denken Sie nur an den Spruch vom Alten Testament, Aug um Aug, Zahn um Zahn. Und da hat Adorno, ein Philosoph, dazugefügt, Aug um Aug macht die Welt blind. Und wissen Sie, dass das gerade in der heutigen Zeit eine riesige Bedeutung hat. Also Druck verfestigt einfach Machtstrukturen, dient der Erhaltung von Hierarchie. Und natürlich auch manche Vertreter der Kirche
haben hier Druck und Gewalt ausgeübt, vielleicht in feineren Spielarten, in den Manipulationen. Aber Macht und Gewalt waren zu früheren Zeiten eine übliche, gewohnte Kombination, in der sich herrschaftliche Strukturen ausgedrückt haben. Und heute haben wir immer noch den Satz im Ohr für viele, und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Und da gibt es einen Satz, der so vielen Kindern große Schmerzen gemacht hat. Wer sein Kind liebt, züchtigt es. Und man hat übersehen, dass eigentlich diese Einstellung eine große Lieblosigkeit ist. Und immer noch gibt es gewalttätige Eltern, denen diese Sätze die Rechtfertigung für ihre Gewaltausübung liefern. Sie kümmern sich nicht darum, dass diese Sätze von der katholischen und evangelischen Kirche schon lange nicht mehr vertreten werden. Und ein Beispiel noch, es war also den Menschen in den vorigen Jahrhunderten nicht gegeben, selbst zu studieren und zu lesen und so, haben natürlich Kirchenvertreter leichtes Spiel gehabt. Es wurde den Leuten vorgesagt, was sie nachzuplappern hatten. Ich muss das leider so formulieren, ohne zu fragen. Und da ist die Glaubenslehre eben auf wenig auswendig gelernte Sätze reduziert worden. Und naja, die Anordnung der Messe andächtig beizuwohnen, drückt ja auch aus, dass sie sich nicht zu beteiligen hatten. Aber heute ist es nicht mehr die Kirche, die das willige Nachplappern der Menschen herausfordert und die Bereitschaft zum Gehorsam benutzt. Diese Struktur ist ja tief in den Menschen drinnen. Heute machen das Werbepsychologen und Politikmanager. In den Kirchen sammeln sich, nicht in den Institutionen, in den Kirchen, sammeln sich Menschen, die sich nichts mehr vorschreiben lassen wollen, die leben wollen. Und was uns Jesus in der Freiheit eines Christenmenschen nahegebracht hat. Wahrscheinlich wird es noch lange dauern, bis die Institutionen, die Monarchien, die Kirche, alle diese Institutionen, dass die hier diese Ausübung von Druck und Gewalt ablegen werden, vor allem von Manipulationen. Naja, Eltern, die selber mit Schlägen aufgewachsen sind, rechtfertigen ihre Härte und Brutalität oft mit dem Satz, es hat ja mir auch nicht geschadet. Aber letztlich ist es so, dass Gewalt fast immer wieder Gewalt erzeugt. Und erst wenn jemand die Gewalt nicht weitergibt, die er erlebt hat, wird sie weniger in dieser Welt. Und es ist eine sehr umstrittene Frage, ob Gewalt zum Schutz des eigenen Lebens verantwortet werden kann, wie immer. Als Mittel zur Lösung von Problemen kann sie letztlich jedoch durch nichts gerechtfertigt werden. Und wir kommen jetzt in den Bereich der Manipulation. Eine nicht von vornherein durchschaubare Gewalt liegt in der Manipulation. Und da sind wir bei Manipulationen, die immer mit dem Um-zu formuliert sind. Und die Menschen wurden an die Manipulation des Um-zu gewöhnt. Es wurde ihnen regelrecht ins Herz gepflanzt. Und die Menschen mussten in die Messe gehen, um keine Sünde zu begehen. Die Beichte musste abgelegt werden, um eine reine Seele zu haben, in den Himmel zu kommen. Das Kind musste getauft werden, um nicht in Gefahr zu sein. Nicht in Gefahr zu sein, in die Hölle zu kommen. Im tridentinischen Katechismus um 1500 haben die Kirchenlehrer lange Seiten diskutiert, was mit Kindern passiert, die sterben, wenn sie nicht getauft sind. Die Manipulation des Um-zu haben wir auch in unser tägliches Leben mit hineingenommen, weil da gibt's es muss etwas geleistet werden, um ein Recht auf das Leben zu haben. Überlegen Sie, wie mit Menschen umgegangen wird, die nichts leisten können. Das Kind muss viel lernen, um gute Noten zu bekommen. Es muss sich anpassen und wohlverhalten, um geliebt zu werden. Was eigentlich keine Liebe ist. Der Mensch glaubt, die Erwartungen der anderen erfüllen zu müssen, um gesehen zu werden. Und man muss viel besitzen, um angesehen zu sein. Es müssen die Umgangsformen eingehalten werden, um nicht aus dem Rahmen zu fallen, also aus den formulierten Bedingungen. Und die Vorstellungen
über das Leben Sinn zu erfüllen, um eine Lebensberechtigung zu haben. Und hier kommt es zur Verzweckung des Lebens. Man nennt das Utilitarismus. Und da kommt der Satz, wo die Freude auszog, zog die Säure ein. Durch das Unzu wird das Leben verzweckt. Da trifft jemand in einem Amtsgebäude einen Bekannten, der Richter ist, und er weiß, er hat da ein Problem, und er geht sofort zu ihm, um mit ihm über das Problem zu reden und nicht, um ihn freudig zu begrüßen. Noch einmal, durch das Unzu wird das Leben verzweckt. Und der Mensch richtet sich in seinem Inneren nur darauf, was er mit dem, womit er sich gerade beschäftigt, erreichen kann, wozu es ihm nützlich sein wird, ihm dienen wird. Und so kann er nie dort sein, bei dem, was gerade jetzt der Inhalt seines Lebens ist. Dem Leben im Hier und Jetzt wird ununterbrochen Gewalt angetan. Es muss immer für etwas herhalten. Also das Leben muss immer für etwas herhalten. Und damit geht auch die Unmittelbarkeit verloren, weil ich bin ja immer bei dem, was ich mit dem, was ich gerade tue, bezwecke. Also bin ich immer dort, wo ich hin will und nie da, wo ich bin. Und da sind wir jetzt bei der Unterdrückung des Lebens. Und es gibt nichts Anstrengenderes, als das Leben zu unterdrücken, weil sie eine enorme Dynamik hat. Und da entstehen viele Stoffe, welche sich auf der körperlichen Ebene dann als Säuren darstellen. Und durch diese gewalttätige Einstellung, das Leben zu unterdrücken, weil ich immer woanders bin, wie Veränderungen erreicht werden können, Ziele angestrebt werden, Menschen beeinflusst werden, Kinder erzogen werden, wird sehr oft übertrieben. Und da tut man oft mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also man will was von einem Kind und macht da so einen Druck, der gar nicht notwendig ist. Und wenn da hier es zu einer Lockerung, Lösung kommen sollte, dann muss der Mensch aus den Zwanghaftigkeiten herauskommen in eine lockernde, lösende Bewegung, und die geht von der Unmäßigkeit zur Mäßigkeit. Es ist dann wichtig für die Situation, das angemessene Maß an Einsatz zu haben. Da geht es ums Augenmaß. So viel wie nötig und so wenig wie möglich an Kraft einsetzen. Es geht von der Grobheit und Unangemessenheit zur Sanftmut, zur Feinfühligkeit, zur Behutsamkeit. Das eine drückt den mangelnden Zugang zur Welt aus und zu ihren Gegebenheiten. Das andere, das Einfühlen und das Erspüren der Welt, wie sie ist. Aber je mehr nun der Mensch in der Welt ist, umso mehr kann er auf sie eingehen. Aber er darf sich nicht in der Welt verlieren. Das wäre wieder der falsche Weg. Und es darf aber nicht hier der Druck ausgeübt werden zu einer immerwährenden, permanenten Präsenz. Es muss ja auch die Innenwelt ihr Recht bekommen. Wir sind mehr oder weniger im Fluss des Lebens. Und da geht es jetzt bei den Übertreibungen, die reichen auch hinein bis in den Zuwendungsbereich zwischen Menschen. Es ist möglich, dass jemand einen anderen mit seinen Handlungen erdrückt, in denen er glaubt, die Erwartungen des anderen zu erfüllen. Wissen Sie, jetzt sind wir von der Nummer 8 in der Nummer 9. Der Mensch glaubt, er weiß, was der andere erwartet, und er wird ihm das jetzt, und wir kennen das Wort, gell, hineindrücken. Und da gibt es die Formulierung von Bertolt Brecht, was das Gegenteil von gut ist, gell? Gut gemeint. Und dann gibt es Menschen, ich weiß, was für dich gut ist. Ich weiß es besser als du selber. Und es ist so, je mehr sich jetzt der Beglückte gegen sein Glück wehrt, umso mehr versucht der andere jetzt, ihm dieses Glück aufzudrängen. Und ja, da kommt es natürlich jetzt so weit, dass man einen anderen mit seiner Liebe erdrücken kann, also aber natürlich nicht von Liebe gesprochen werden darf. Und so kann man einen Menschen zerlieben oder zermuttern.
Und wir gehen hier zu einem Nachdruck. Und da habe ich eine Frau erlebt, die zur Beratung gekommen ist und die unglaublich laut gesprochen hat. Die Lautstärke hat in keiner Weise zu dem relativ kleinen Raum gepasst. Und sie hat einen ungeheuren Druck in ihrem Nacken gehabt. Er war so groß, dass er die Wirbel, der Hals- und Brustwirbelsäule zusammengedrückt hat. Und das hat natürlich Einfluss hier auf die Bauch, auf die Schilddrüse, und sie hat sich äußern müssen. Und sie war stolz darauf, dass wenn jemand mit ihr telefoniert hat, dass er das Hörer einen halben Meter entfernt hat halten müssen. Es war auffällig, wie die Frau darauf geachtet hat, ja, um jeden Preis gehört zu werden, beachtet zu werden. Und da war eine große unterschwellige Angst zu spüren. Sie hat dann erzählt, mit 13 Jahren hat sie ihren Vater verloren und die Mutter war eine herrschsüchtige, rücksichtslose Person. Bei der hat sie sich einfach laut und energisch hineindrücken müssen, dass überhaupt wahrgenommen wurde. Es hat die Angst gegeben, dass die Mutter reagiert. Also es war sehr ambivalent. Und wie ich ihr dann, ich habe dann provokativ gesagt, dass sie eigentlich ihre Umgebung dauernd entmündigt, wenn sie der Umgebung unterstellt, dass man ihr nicht zuhört. Sie war sehr erstaunt, sie hat das gar nicht für sich so drinnen gehabt. Und sie muss sich nicht in jeden Menschen hineindrücken. Sie kann sich mit den Menschen umgeben, die ihr wohlgesonnen sind, sich ihr zuwenden. Und da ist es nicht mehr notwendig, sich Gehör zu erzwingen. Und da hat man direkt zuschauen können, wie die Spannung nachgelassen hat. Der Druck auf der Brust ein wenig nachgelassen hat. Plötzlich hat sie erleichtert aufgeatmet. Wenn es um Gefängnisse geht, wenn wir das verlassen, dann geht es um vorgefertigte Vorstellungen vom Leben. Es geht um die ideale Familie, die perfekte Beziehung zwischen Mann und Frau, eine optimale Karriere, die Abhaltung von Partys oder Familienfeiern und vor allem den richtigen Mann und die richtige Frau. Und das muss ja ein richtiges Kind sein. Wir sagen ja heute noch, das ist gar kein richtiges Kind. Und wenn jetzt jemand so Modellen unterworfen ist, das passt dann genau zur Nummer 10, will er alle zu diesen richtigen Modellen bekehren. Das kostet viel Anstrengung. Eine Begegnung ist nicht mehr möglich. Und er bleibt ein einsamer Mensch, eingeschlossen, angekettet an mustergültige Verhaltensweisen. Und er bringt viele Opfer, die anderen dazu zu bringen, dieses Leben auch so zu vollziehen. Also er wird viele Opfer bringen, keine Mühen scheuen, es trotzdem zu erreichen. Und warum macht er das? Wenn dann gesagt wird, ich meine es ja gut, aber... Und er erreicht immer das Gegenteil, nicht? Dass die Rollläden beim anderen heruntergehen. Aber was hat er denn für ein Problem? Er hat ja diese Vorstellungen, diese Strukturen ausgebildet in seiner Jugend, in seiner Kindheit, unter großem Druck, unter Drohungen, vielleicht sogar unter Prügeln. Und wenn er jetzt aber Menschen erlebt, die sich nicht an diese perfekten Strukturen unterwerfen, wenn die dagegen protestieren, wenn die einfach was anderes leben, dann begegnet er der Angst unterschwellig, der Angst, die er in der Not gehabt hat, wie er diese Strukturen ausgebildet hat. Er begegnet dem, er würde dem begegnen, dem will er nicht begegnen. Das schiebt er weg. Und wenn es ihm aber jetzt nicht gelingt, den anderen so weit zu bringen, dass er das tut, was er möchte, ist er angefressen von dem. Er wird auf ihn sauer. Er ist angefressen von dem, der nicht nach derselben Pfeife tanzt, wie er es innerlich schon lange tut. Er merkt, dass seine Bemühungen nach außen so belastend beim anderen ankommen und ihn wegtreiben. Und jetzt fühlt er sich aber selber abgelehnt und vor den Kopf gestoßen. Und nun kommt es zur Haltung sauer. Jetzt bin ich aber sauer.
Einerseits der jetzt so in dieser Verzweiflung steckt. Einerseits lässt der Betroffene, er lässt nichts mehr nach außen auf den zu, auf den er sauer ist. Er geht auf sich selbst los, indem er sein Leben, seine Lebensäußerung unterdrückt. Er zeigt keine Gefühle, keine Spannungen, keine Enttäuschung, keine Vorwürfe. Aber auch das Leid, in dem er steckt, hinter einem Panzer versteckt er das. Und der heißt Säurepanzer. Wir können das in der körperlichen Befindlichkeit. Es besteht kaum ein Austausch mehr mit der Welt. Die Abfallprodukte bleiben im Körper, die Säuren auch. Er wird mit Säuren überfüllt. So, das ist das eine. Er lässt nichts mehr nach außen. Aber er lässt auch nichts mehr an sich heran. Und es ist wirklich bewundernswert, wie manche Menschen einen sauren Menschen noch für sich gewinnen wollen, weil dieser lässt alles von sich abprallen. Keine Freundlichkeit, kein gutes Wort, keine noch so liebevolle Zuwendung kann mehr an den Sauren herankommen. Und er stößt auch seinen Freund so lange vor den Kopf, bis er sich von ihm abwendet. Und was kann jetzt der Saure sagen? Er hat es ja sowieso nicht ehrlich gemeint. Und das ist aber jetzt eine Reaktion, die dem, der sich in der sauren Welt befindet, auf die Dauer sehr schadet. Er verliert alle Freunde. Es entsteht ein Teufelskreis. Er ist dann auf den anderen nicht mehr sauer, weil er ihm seine Wünsche nicht erfüllt, sondern weil er sich von ihm abwendet. Und er hat jetzt zwei Ängste. Wenn es um die Lockerung geht, gibt es jetzt zwei Ängste. Auf der einen Seite sollte er sich gegen die Bilder, die er da integriert hat, die er verinnerlicht hat, emanzipieren. Das hat ja sehr viel Angst, Verknüpfung damit. Auf der anderen Seite begegnet er der Angst, dass die Menschen, die sich doch nach seinem Glück ausrichten sollten, von ihm abwenden könnten. Also innerlich hat er den Druck, der andere soll das tun, was er möchte. Auf der anderen Seite weiß er, dass er damit den anderen wegtreibt. Aber den möchte er doch gewinnen. Und unter Umständen gibt es hier oft keinen Ausweg ohne fremde Hilfe. Und man muss hier als Schluss sagen, es ist nicht so leicht, bestimmte Forderungen, Wünsche und Bilder vom Leben, wie es sein soll, aufzugeben. Aber das Ziel besteht in der Freigabe des Lebens an die wunderbare Vielfalt der möglichen Lebensäußerungen, ohne sie zu bewerten. Und die Affirmation heißt, das Leben richtet sich nach dem Menschen, sondern richtet sich nicht nach dem Menschen, sondern der Mensch muss sich auf das Leben und seine Forderungen einstellen. Also es gibt nichts Schlimmeres, als das Leben zu unterdrücken. Ich habe für die ersten beiden viel Zeit verbraucht. Ich brauche für das Natriumsulfuricum relativ viel Zeit, aber die Nummer 11 und die Nummer 12 sind dann relativ kurz, sodass ich dann wirklich um 9 Uhr, nicht um Mitternacht fertig bin. Die Nummer 10. Das Natriumsulfuricum, ein Mineralstoff für die Leber. Dann denkt man an die Galle, gell? Dann denkt man an den Satz, der Gift um Galle. Auch für den Dickdarm ein wichtiger Betriebsstoff und für stinkende Winde. Und da gibt es ja den Satz, gegen jemanden anstinken. Also einfach ein bisschen als Vorbemerkung. Hier geht es um einen innigen Zusammenhang mit den Geschehnissen auf der Gefühlsebene. Schon bei Kalium Sulfuricum haben wir vom Ärger gesprochen, da habe ich gesagt, es gibt einen fließenden Übergang zum Hass. Wenn aber jetzt von starken Gefühlen die Rede ist, zeigt sich, dass die Menschen den Umgang damit scheuen, dass sie da gar nicht so gut damit umgehen können, unter Umständen sogar diese Gefühle regelrecht verdrängen. Wir brauchen den Unterschied zwischen Handlung und Gefühl und wir brauchen den Unterschied, Handlung und Gefühl, und dieselbe Handlung wird von verschiedenen Menschen oft unterschiedlich bewertet. Und das geht jetzt gefühlsmäßig eingestuft. Und natürlich soll hier das Verständnis für die Gefühle vertieft werden. Und da geht es jetzt um den Unterschied zwischen Aggression und Zerstörung und um Ärger und Hass. Aggression und Zerstörung auf der Handlungsebene
Ärger und Hass auf der Gefühlsebene. Und da wollen wir jetzt einmal auf das Wort Aggression eingehen. Grundsätzlich hat das Wort eine Bedeutungsverschlechterung erfahren, die es nicht verdient. Das Wort hat es nicht verdient, letztlich. Weil das Wort falsch verstanden wird. Aber es hat einen Grund, warum es falsch verstanden wird. Das werden wir gleich sehen. Das lateinische Wort aggredior heißt herangehen, sich an jemanden wenden, ihn angehen, angreifen, unternehmen, beginnen, versuchen, an etwas gehen. Im Sinne von angreifen werden die Hostes genannt. Das sind aber nicht nur die Feinde, sondern auch die Fremden, die Fremdlinge vom Stohwasser, den manche noch kennen, habe ich diese Wortbedeutung. Jetzt wird aber aggressiv oft als zerstörendes Verhalten gedeutet, was eigentlich nicht ist. Zerstörung meint Vernichtung. Destruktiv ist die Eigenschaft, die hinter einer zerstörenden Haltung steht. Pflegt jemand einen aggressiven Stil in seinem Leben, ist eher ursprünglich eine Haltung gemeint wie frisch gewagt ist halb gewonnen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Von der Umgebung wird mitunter ein aggressives Verhalten als ein zerstörerisches gesehen. Wie aber soll sich im Leben eines Menschen etwas ändern? Manchmal muss Altes zugrunde gehen, damit Neues entstehen kann. Aber hier ist es nicht so gemeint, dass es zerstört wird, sondern dass es sich verändert. Wir haben gerade vorher von Metamorphose gesprochen. Im Sinne der Wortwurzel hat also Aggression mit wenig negativen Inhalten zu tun, sondern mit einer aktiven, des Lebens gestalteten Haltung. Eigenständiges Handeln wird aber unter Umständen als Anmaßung empfunden, die sich gegen andere richtet. Und damit ist dieses Handeln blockiert. Diese Eigenständigkeit wurde auch lange genug durch eine repressive Erziehung vereitelt. Wir haben jetzt natürlich, wo es so rigorose, unterdrückende Erziehungsmodelle gegeben hat, hat es dann die Anti-Autori-Erziehung gegeben. Und ohne Autorität wachsen die Wassertriebe. Ich sage es einfach so, ganz einfach. Also es muss immer eine Führung geben. Es muss zu einer aktiven und nicht zu einer reaktiven gestaltenden Lebenshaltung erzogen werden. Und es ist möglich, es ist, wenn es so reaktiv, wenn jemand reaktiv erzogen wird, ist es oft nicht mehr möglich, von sich aus das Leben zu gestalten. Da wartet der andere, dass es ihm gestaltet wird. Das haben wir bei der Nummer 3 gehabt, nicht? Aktiv gestalten oder warten, bis man entschieden wird. Und wenn man jetzt so darauf wartet, dass das Leben auf einen zukommt, dann gibt es so passive Formulierungen, es hat ja gar nicht anders kommen können. Das war ja zu erwarten. Dem Schicksal kann keiner entkommen. Und schon von Geburt an ist ja alles bestimmt. Es gibt keine Freiheit. Das ist die logische Folge dieser Haltung. Aber diese Formulierungen sind der Versuch, die passive Lebenseinstellung zu rechtfertigen. Und es geht dann noch weiter, das geht in das Neutrum, es, alles, das. Und das geht dann noch weiter in das Wort Mann. Da kann man halt nichts machen. Das tut man so. Man hat das immer schon so gemacht. Und in der Apotheke wurde das Regal seit 20 Jahren so eingerichtet. Gut, aber es gibt auch andere Betriebe, wo es starre Formen gibt. Keine Frage. Ja, und natürlich sind viele Umstände im Leben vorgegeben, auf die man wenig Einfluss hat. Aber es geht ja darum, zu gestalten, was möglich ist, zu gestalten. Indem sich der Mensch dem stellt, was er vorfindet. Und ich habe schon von dem Rucksack gesprochen, an dem wir arbeiten können. Indem sich der Mensch dem Leben stellt, erkennt er die Aufgabe und die Bewältigung des Lebens.
Aber dieser freien Haltung stehen eben verschiedene Hindernisse entgegen. Und jetzt ist die Frage, na warum? Warum gibt es gegenüber der aktiven Lebenshaltung eine gewisse Scheu? Warum wird die passive Haltung eher bevorzugt? Die Menschen ziehen sich zurück. Es gibt nicht mehr so viele Menschen, die sich in einem Verein zur Verfügung stellen, Ehrenämter zu begleiten. Die Menschen ziehen sich zurück. Die Jugend engagiert sich öffentlich nicht. Und da machen wir jetzt einen Ausflug in die Kindheit, weil vielleicht gibt es jetzt mehr Eltern. Aber wenige Eltern ermutigen ihre Kinder, zu ihren eigenen Gefühlen zu stehen. Und wenn sie es nämlich machen, dann müssen sie auch mit den Protesten, Widersprüchen und Eigenwilligkeiten auseinanderzusetzen. Bequemer ist, aber auch das eigene Leben blockierend, das Kind zu zwingen, sich nach den Erwachsenen auszurichten. Aber so lernt das Kind, nicht den eigenen Empfindungen zu glauben, sondern immer das fremde Leben ist das wichtige und das richtige Leben. Und hier wörtlich aus der Not des Ausgeliefertseins heraus bringt das kleine Menschenkind das Opfer und verzichtet auf das eigene Leben. Und das ist der Beginn der Entfremdung von sich selbst. Und hier noch als Zusammenfassung: Allzu oft wurde aus abenteuerlustigen, aufrichtigen jungen Menschen, denen, was ihnen vorgeworfen wurde, dass sie frech seien, unverschämt, maßlos, rücksichtslos, bedrohlich und überheblich. Und unter diesem Druck der Anklage bricht die Eigenständigkeit oft genug zusammen. Und der Helmut Kohl, dieser Vereinigungskanzler in Deutschland, man mag politisch zu ihm stehen, wie man will, aber einen tollen Satz gesagt: Wir brauchen eine Jugend, die nicht auf die Pensionierung wartet, sondern sich auf das Leben freut. Aber es gibt die Rücksicht. Die Rücksicht ist ein Riesenthema in dieser ganzen komplexen Welt, psychischen Welt, weil es gibt einen Satz: Was werden wohl die Leute dazu sagen? Wir haben bei der Nummer 7 das letzte Mal schon das Schämen gehabt, das Fremdschämen. Und jetzt, was werden wohl die Leute dazu sagen? Also enge Vorschriften, da meint man, das wären wohl ältere Menschen. Das stimmt aber nicht. Auch die jungen Menschen haben, gerade die jungen Menschen haben strenge und oft enge Vorschreibungen, wie zum Beispiel die Schnürsenkel müssen der richtigen Farbe sein, zum Beispiel, oder die Haartracht. Und die haben wirklich enge Vorschriften, Vorstellungen für ihr Leben in jenen Gruppen, in denen sie sich bewegen. Und hier zeigt sich die Unterdrückung des eigenen Lebens eigentlich nicht in einer aggressiven, sondern in einem zerstörenden Verhalten. Und das Maß der Zerstörung weist auf ein Gespür für die innere Verwüstung hin. Hier wurde die Person beschädigt, ganz innen drinnen. Ein positives, aggressives Verhalten ist durchaus der Jugend zuzugestehen. Da können sie sich engagieren, da können sie etwas Neues entwickeln und da können sie auch die Erwachsenen aus ihrer Passivität herausholen und so manche verschüttete Ebene bei den Erwachsenen wieder verlebendigen. Und jetzt geht es um das Unterdrücken, das Wegdrücken der Gefühle, der Entfremdung von seinem Gefühlsleben. Ich habe schon gesagt, dieses Unterdrücken, dieses Wegdrücken des eigenen, da werden auch die Gefühle weggedrückt und der Mensch kommt in eine reflexhafte, zwanghafte Reaktionshaltung hinein. Die haben wir auch schon bei der Nummer 2 einmal ein bisschen angesprochen. Er muss jetzt ungeheuer viel Kraft aufwenden, die Gefühle zu unterdrücken. Er hat Angst, der Deckel seines Hochdruckkochtopfes würde sich abheben und dann wäre natürlich alles nicht mehr unter Kontrolle und dann wäre er der Sklave der Gefühle. Aber er hat es ja erlebt, dass auch Erwachsene explodieren sozusagen, ja, dass Gefühle zum Durchbruch kommen.
der entstandene Überdruck ließ sich nicht mehr steuern. Und dann kommt der Gefühlsschwall. Und der war weitestgehend unkontrolliert. Manchmal gibt es auch Handlungen. Wir sind in der Nähe vom Jähzorn. Im Affekt formuliert heißt es hier. Und die Angst vor diesen starken Gefühlen wächst dadurch immer mehr. Und der Mensch ist von zwei Seiten umzingelt. Auf der einen Seite glaubt er, sich nach seiner Umgebung richten zu müssen. Auf der anderen Seite hat er Angst vor seinen eigenen Gefühlen, also die Umgebung, wo er dann seine Gefühle unterdrückt. Auf der anderen hat er Angst vor seinen eigenen Gefühlen, dass er sich den eigenen Gefühlen nicht widmen kann. Vielleicht gefühlsmäßig, er will sich seinen eigenen Gefühlen nicht beugen. Und zu den eigenen Gefühlen zu kommen, ist oft von Unbeholfenheit und Ungeschicklichkeiten verbunden. Und es ist nicht so leicht, da hier herauszukommen. Und es geht um die Gefühle, die ich schon das letzte Mal bei der Nummer 6 gebraucht habe, um das Erlebnis der Gefühle, der Schwingungsraum im Inneren, der Ausdruck der Gefühle, dass man es zeigt, oder dass man auch Gefühlen Gestalt verleiht. Und die Scheu, es geht jetzt um die Kontrolle oder den freien Fluss, die Scheu, besonders vor starken Gefühlen, besteht in der Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und dass das Gefühl nach außen Handlungen auch erzwingt. Und eigentlich sollte man den eigenen Gefühlen eine Distanz gegenüber zu haben, das bedeutet aber nicht erkalten, sondern ich kann ihnen gegenübertreten, ich kann sie schwingen lassen und sie üben keinen Zwang aus. Aber hier sind wir natürlich auch bei der Zensur für erlaubte und nicht erlaubte Gefühle. Die Zensur würde ja dann immer schwächer, je mehr der freie Fluss der Gefühle möglich ist. Und dann kommt es zu einer Erlebnisfähigkeit des Menschen. Und da kommt er auch an das Genießen heran. Ja, hier gibt es, glaube ich, einen enormen Aufholbedarf, was die Erlebnisfähigkeit und Gefühl betrifft. Es gibt ja Menschen, wo man sagt, er erlebt sich ja wie ein kleines Kind oder sie führt sich auf wie eine junge Gehörin und so weiter. Also es geht um die Ermutigung und Förderung einer Gefühlskultur im Sinne einer Achtsamkeit. Die Gefühle des heranwachsenden Menschen sollten gesehen werden, geachtet werden und dann erlebt dieser seine Gefühlswelt als eine wesentlich eigenständige Bezugsmöglichkeit zur Welt. Er kann erst die Welt so richtig erfühlen, nicht nur erdenken. Und dann braucht er keine Autorität mehr später, wenn er erwachsen wird, nach der er sich richtet, die ihm das Leben diktiert. Da ist ja die große Verführung der Sekten anzusprechen. Die einzige zu akzeptierende Autorität ist die eigene Person. Und der einzige Spezialist für ihren Körper, das sind sie selber. Ja. Aber es werden Gefühle unterdrückt. Es wird gelacht, wo es zum Weinen ist, auf Härte gespielt, wo Mitgefühl angezeigt ist, auf Vernunft getrimmt, wo Einfühlungsvermögen am Platz gewesen wäre und so weiter und so weiter. Also gerade die starken Gefühle sind jetzt von einer Verdrängung bedroht. Sie dürfen kaum leben. Sie werden oft mit einer Art Freundlichkeit überspielt, bei dem das freundliche Lächeln im Gesicht festgefroren ist, könnte man fast formulieren. Nach außen wird oft gelebt, womit innerlich überhaupt keine Übereinstimmung besteht. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Man spürt es auch, dass man sagt, gehemmt ist. Ja? Und bei dieser Entfremdung von den eigenen Gefühlen, vom eigenen Empfinden, verkümmert natürlich die Fähigkeit zur inneren Stellungnahme. Und natürlich ist es in dieser Situation unmöglich, mit den starken Gefühlen von Wut, Zorn und Hass zurechtzukommen. Und sie werden unterdrückt und es kommt zu Fehlhandlungen,
missverständliche Aktionen und Abreaktionen, damit man das los wird, diese aufgestauten Gefühle in Form von Affekten. Wut, Zorn und Hass sind einander sehr nahe Gefühle und haben mit einer andauernden Verhinderung des eigenen Lebens zu tun. Natürlich kann Wut oder Zorn oder Hass einfach auch einmal dran sein, aber dann kann ich auch damit umgehen. Aber wenn es Verhinderungen des Lebens sind, dann sind das meist Übertragungen, denn der tatsächliche Feind des eigentlichen Lebens steckt in ihm selber. Es geht einfach nur, ja, solange ich nach außen das projizieren kann, solange ich den inneren Druck, mit dem die eigene innere Stellungnahme unterdrückt wird, nicht wahrnehmen muss, solange gebe ich das nach außen. Und solange aber der Sprung von außen in das eigene Innere nicht gelingt, kann die Empörung über die Unterdrückung des eigenen Lebens nicht gelingen. Wenn jemand in diese Richtung hineinkommt, dass er das zu spüren beginnt, dann kommt es zu einer intensiven Sprengkraft, die ihn dann schon aus diesen ganzen Verstrickungen heraus sprengt. Und es ist natürlich die Sprengkraft, mit der er genau dieselbe Angst überwinden wird, die vor den Menschen bestanden hat, die zum zwanghaften Leben gezwungen haben. Es ist so, die Angst bleibt ja in diesem Prozess die gleiche. Doch die Stärke der Person wächst, die Auseinandersetzungsfähigkeit, die Autonomie, die Emanzipation zum Erwachsenwerden. Es geht um eine radikale Ehrlichkeit. Es geht darum, dass Gefühle leben dürfen. Und gerade bei den Kindern ist es so wichtig, dass sie ernst genommen werden vom ersten Tag des Lebens an. Und es soll ihnen nichts übergestülpt werden. Konfliktsituationen sollten Lösungen gesucht werden, wenn es möglich ist. Das ist nicht immer möglich. Und dann muss man eben den Druck ausüben, dass dann das geschieht, was notwendig ist. Aber nicht mehr bei älteren Menschen, bei erwachsenen Menschen. In der Jugend, ja, die Jugend erlebt Schulen, das ist jetzt gerade momentan sehr aktuell. Die Jugend erlebt Schulen, wo Antworten auf Situationen und auf Fragen gegeben werden, die sich im Leben der Kinder gar nicht stellen. Haben Sie schon einmal einen Pythagoras in Ihrem Leben praktisch angewendet? Ja, ich kann mir vorstellen, als ehemaliger Mathematiklehrer, dass Strategien und Konzepte wichtig sind. Meine Schüler haben die besten Noten bekommen, die verschiedene Lösungswege gefunden haben für ein mathematisches Problem. Tatsächlich, Kinder sind in der Mathematik auch sehr kreativ. Und wenn aber jetzt immer wieder eine Welt zur Sprache kommt, die mit ihnen nichts zu tun hat, immer tiefer geht der Riss durch die Seele des Heranwachsenden zwischen den Themen, mit denen er im alltäglichen Leben konfrontiert ist, und den Themen, mit denen er sich in der Schule herumschlagen muss. Dieser Teufelskreis von der Entfremdung des Lebens. Und je mehr Antworten er auf Fragen auswendig lernt, die sich ihm im Leben gar nicht stellen, umso weniger versteht er sein Leben. Umso weniger kann er mit seinem eigenen Leben umgehen. Er kann immer spüren, worum es in den betreffenden Situationen geht. Wenn wir uns diese unangemessenen Handlungen und Haltungen der Jugendlichen anschauen, ja, das hat hier seinen Hintergrund. Er ist einfach auf auswendig gelernte Verhaltensweisen in Form von Benimmregeln, Moralforderungen, Verhaltensregeln oder Mannbestimmungen angewiesen. Oder er ist darauf angewiesen, wie andere handeln und reagieren. Und das kopiert er. Ob er hier einen Hintergrund für sich schon erarbeitet hat, das ist eine ganz andere Frage. Aber das andere Extrem, nur mehr Themen aus dem Leben der Kinder und Jugendlichen zu wählen, wäre ebenso falsch. Es muss eine wohl ausgewogene Balance hier stattfinden. Wichtig ist, gerade bei Erwachsenen, dass alle Strukturen, die man erarbeitet hat, dass die alle immer einen Sinn gehabt haben. Und wenn jetzt Menschen so fixiert
in ihren Strukturen verhaftet sind, dann gibt es das Problem, dass Anforderungen kommen, wo es veränderte Situationen gibt. Und auf diese Situationen reagiert der Mensch aufgebracht. Ist verständlich. Er hat ja so viel Mühe aufgebracht, diese richtigen Modelle, diese richtigen Verhaltensweisen zu verinnerlichen. Und jetzt soll das auf einmal nicht mehr angewendet werden können. Das hat ja einen Wert gehabt. Und es ist in den Erfahrungsschatz seiner Antworten hineingearbeitet worden. Und natürlich ist es ein Recht, ein unabdingbares Recht darauf, diese Antworten für sehr wertvoll zu halten. Sie sind ja aus der Erfahrung und riesigen Mühen entstanden in der Kindheit. Aber das Problem ist, die Versuchung, an ihnen hängen zu bleiben, auf sie zu beharren, sich auf sie zu versteifen, sich darauf festzufahren, sie in das eigene Leben hinein zu zementieren, das ist sehr groß. Der Abschied von diesen fällt nicht leicht. Und man kann durchaus von Trauerarbeit sprechen. Menschen, die in diesen Strukturen drinnen sind, die lieben Monokulturen, die lieben den Militarismus, den Uniformismus, die lieben es, Menschen gleichzuschalten. Und wenn eine Mutter 4 Kinder hat, sind alle 4 gleich angezogen. Und wenn der Vater 3 Kinder hat, werden alle das Gleiche lernen. Und da geht es eben um die Beharrung, um diese Beharrung auf der Struktur. Und wie kommt der andere dazu, diese richtigen Modelle in Frage zu stellen? Da kommt es zu einer Wut auf Menschen, die Veränderungen herausfordern. Aus der Wut wächst der Zorn und schließlich ein Hass. Aber der Mensch merkt selbst unter Umständen oder hoffentlich, dass er jedes Mal sein Leben unterdrückt, wenn er Angst vor Veränderungen hat, die der andere zu Recht einfordert. Und da entwickelt sich dann der Hass auf sich selber, weil er sein Leben, sein eigenes Leben, seine Entwicklungsmöglichkeit verleugnet. Er geht aber lieber auf das Gegenüber los, weil er Angst vor der Veränderung bei sich selbst hat. Er will der Veränderung bei sich selbst nicht begegnen und ist hilflos. Er kann sich Veränderungen nicht vorstellen. Also grundsätzlich ist es so, dass der hassende Mensch, der gallige Mensch, Gift und Galle spuckende Mensch, dass der selber schon, ja, könnte man ruhig sagen, verseucht ist von diesem Hass. Es ist so, auch wenn er zeitweise auf solchen Strukturen, der Mensch auf solchen Strukturen beharrt, kann man das verstehen, weil der Abschied von diesen Strukturen ist mühselig und hart, hat mit Trauerarbeit zu tun. Wenn das nicht so lange dauert und nach einer Zeit der Einkehr und Besinnung eine Wende erfolgt, dann kann eine Veränderung stattfinden. Schwierig wird es, wenn der Mensch über Jahre und Jahrzehnte und womöglich ein ganzes Leben auf der Unfühlspersönlichkeit beharrt. Wenn es möglich ist, das alles in Frage zu stellen, bewegt er sich immer wieder in neue Räume, wie wir von Hermann Hesse gehört haben. Und das ist eigentlich die Grundhaltung des Menschen. Er fügt einen Mosaikstein nach dem anderen in sein Lebensmosaik. Und das Leben geht nicht linear weiter, es entwickelt sich sprunghaft. Und die Affirmation heißt hier: Der andere ist anders als ich, das gefährdet weder ihn noch mich. Ich kann anders als er und lebe daher auf meine eigene Art und der andere auf seine Art. Und wir haben noch hier ganz kurz eine Anmerkung über autoaggressives Verhalten. Das geht von der Nummer 6 weg, Kaliumsulfuricum. Da gibt es den Ärger nicht über den anderen, sondern über sich selber, dass man es immer noch nicht schafft, die Erwartungen der anderen zu sehen, zu erfassen, zu verstehen.
Bei der Nummer 7 geht dieses auf sich selbst losgehen noch weiter, dass man so, dass man das nicht kann, was man jetzt hier erfüllen sollte, und dass man sich dann selber abzulehnen beginnt. Und bei der Nummer 8 ist es das Gleiche wieder. Immer wieder kommt das, dass man die Erwartungen der anderen, dass man hier scheitert und dann auf sich selber verschnupft ist und die Nase voll hat. Bei der 9, ja, dieser Druck gegen sich selber, dass man endlich die richtige Art findet, den anderen zu beeinflussen. Und bei der Nummer 10 kommt es zum Hass auf sich selber. Und das heißt ja, dass die Gallensteine die versteinerten Aggressionen gegen sich selbst sind. Und wenn wir jetzt zur Nummer 11 gehen, ohne dass wir jetzt diese Seite 53 ein, vielleicht, na, vielleicht blenden wir es doch ein, die Seite 11. Du bist ja schon fast hier. Die Nummer 10 habe ich auslassen, ich weiß. Also hier Nummer 11, die charakterliche Struktur, die zunehmende Distanzierung und die befreiende Affirmation. Das werden wir jetzt gut verstehen, wenn wir auf diese Nummer 11 eingehen. Die Nummer 11 ist der Mineralstoff für das Bindegewebe, für die Struktur, für die Haut, die Nerven, Haare, Nerven, Haut, Haare, Nägel, das wissen wir schon, Leitfähigkeit der Nerven. Man ist zum Beispiel licht- und geräuschempfindlich. Wenn wir aber diesen Mineralstoff jetzt verstehen wollen, dann machen wir wieder einen Ausflug in die Kindheit. Aber vorher noch einmal der Hinweis, dass nicht alle Kinder in einer Familie gleich auf Eltern, Mütter und Väter reagieren. Das Ansehen. Das Ansehen hat uns verfolgt von der Nummer 1 weg bis hier zur Nummer 11. Also wichtig ist dem Menschenkind, dass es gesehen wird. Es braucht Ansprache, Anspruch in der Mundart, durch die es die eigene Sprache erlernt und dadurch zur Welt kommt. Durch welche Sprache wollen Sie zur Welt kommen? Hören Sie sich selber sprechen? Gut. Nun, ein Kind ist von mehreren Erwachsenen umgeben, die hohe Erwartungen von ihm einfordern, Einstellungen, Vorstellungen, die Zustimmung zu ihnen und eine Nichtbeachtung und Nichterfüllung streng bestrafen. Da wird das Kind versuchen, sich auf jeden Einzelnen einzustellen. Und grundsätzlich lernt aber der Mensch in das sich hineinarbeiten von dem, was es erlebt, in dem, was es sieht, sich damit auseinanderzusetzen und nach innen zu nehmen. Jetzt ist aber so, wenn es verschiedene Vorstellungen, Einstellungen erfüllen will, dann ist es schwierig. Da könnte es zu Konflikten kommen. Das Kind möchte aber keinen Verlust erleiden. Wenn jetzt das Kind von Erwachsenen umgeben ist, die ihre Forderungen, wie ich schon gesagt habe, vehement stellen und erzwingen, und die Erwachsenen nun die Zustimmung zu dieser Einstellung verlangen, und es verschiedene Einstellungen sind, umso schwieriger wird es, sich auf sie einzustellen, ohne dass es zu Konflikten kommt. Das Kind will aber keine Konflikte erleben, sei es in Form von Vorhaltungen, Missstimmungen, Vorwürfen, lauten Geschrei oder gar Schlägen, im Jetzern ausgeteilt. Und es vermeidet einfach Schwierigkeiten, um nicht die Berechtigung zum Leben abgesprochen zu bekommen. Und manches Kind hat schon den Satz gehört, mir wäre es lieber, wenn du gar nicht auf der Welt wärst. Wenn wir dich nicht hätten, wäre uns einiges erspart geblieben. Oder verschwinde, ich will dich nicht sehen. Durch die magische Einstellung des Kindes ist es wie eine Vernichtung. Und ich habe in einem Ausbildungskurs erlebt, das ist schon 15 Jahre her, eine Schweizerin, die gesagt hat, sie hat als Kind erlebt den entsetzlichen Satz, man hätte dich kleinerweise totschlagen sollen. Aber da will ich sofort weggehen, das ist so schlimm, wenn man sowas hört. Gut,
Man wird ja gar nicht in die Not hineingehen, die dieser Mensch erlebt hat. Und erlebt ein Kind solchen Druck, ist es schlimmer als jede erdenkliche Strafe. Es will die Erwartungen, die Forderungen total erfüllen. Und das können religiöse Normen sein, Dogmen, idealistische Moralvorstellungen, Leistungsnormen, aber auch persönliche Eigenarten, Macken, Mucken. Und da geht die Mutter mit ihrer Tochter in einen Gottesdienst. Die Mutter ist, ich nenne sie einfach jetzt einmal so bigott und strenggläubig, nimmt die Tochter mit. Die Mutter kommt mit ihrer Tochter nach Hause, da wartet der Vater und der Vater sagt, wart schon wieder in der depperten Mess. Dann hat dieses Mädchen noch einen Onkel, der ist Agnostiker und eine Tante, die ist Ordensschwester. Und jetzt stellen Sie sich vor, das Kind will jetzt von all diesen verschiedenen Menschen, extrem verschiedenen Menschen, geliebt werden. Aber die wollen, dass das Kind den Anschauungen zustimmt, die sie haben. Natürlich, das Kind will jetzt die Erwachsenen, die Übernahme dieser Einstellungen vollziehen. Es entsteht ja die eigene Welt, in dem vieles übernommen wird. Aber da geht's nimmer. Für dieses Kind gibt es nicht die Lösung, dass die Auseinandersetzung gefördert wird, dass verschiedene Verhaltensmöglichkeiten gefördert werden, akzeptiert werden, anerkannt werden. Und damit es seine eigene Art entwickeln kann. Dadurch entwickelt sich ja die Person des Kindes. Aber das hat das Kind ja nicht. Es probiert ja genauso, die Verhaltensmodelle in sich zu integrieren. Aber es kommt in Widerspruch. Es fühlt sich hin und her gerissen. Ja, es fühlt sich ganz und gar zerrissen, innerlich. Es ist überfordert bei diesen zu vielen Bezugspunkten, Orientierungsmöglichkeiten. Es verliert die Übersicht. Und nach verliert es einfach die Bereitschaft, alle diese Einstellungen nach innen zu nehmen, in sich hineinzuarbeiten. Und es verzichtet darauf, eine innere Beteiligung des Lebens zu haben. Nichts Eigenes wird mehr beansprucht, auch nicht mehr gewollt. Und zwar immer mit dem Druck, wenn ich dem Standpunkt des Vaters, der Mutter, des Onkels, der Tante nicht zustimme, verliere ich die Zuwendung. Und der Verzicht aufs Innenleben setzt natürlich versetzt das Kind in die Lage, sich allem auf alles einzustellen, zu erfüllen. Es entsteht ein automatenhaftes Gehabe, das erinnert fast an Sprechbuben. Und man spricht dann, weil es jedem Recht gibt, weil es zu allen freundlich ist, weil es Konflikte und Schwierigkeiten auf jeden Fall vermeidet, weil dann verliert es ja den Menschen. Ja, hat immer ein Lächeln im Gesicht und bekommt diese Bezeichnung, die nicht sehr schön ist, Wendehals. Mit dem unverbindlich verbindlichen Lächeln bittet es jeden, doch nichts gegen ihn zu haben. Zu erfüllen, was der andere erwartet oder was vermutet wird, dass es der andere erwartet, ist das höchste Glück, weil da kriegt man die Lebensberechtigung. Und der Mensch scheut natürlich vor allem zurück, was Krisen erzeugt, was Spannungen erzeugt, was Auseinandersetzungen erzeugt. Es geht mit diesen 100.000 ausgestreckten Fühlern durchs Leben, die kennen wir schon von der Nummer 6. Es ist ununterbrochen auf der Lauer, dass es nichts in seiner Umgebung übersieht, wodurch es zu Krisen, Spannungen, Katastrophen kommt. Der Mensch ist ununterbrochen darauf aus, dass es zu keinen Brüchen kommt, dass man nicht einen anderen verliert. Und natürlich, dadurch kommt das Gefühl auf, für alles zuständig zu sein, dass es nicht zu Schwierigkeiten kommt, dass es keine Probleme gibt. Und die Mutter ist natürlich dann zuständig, wenn es dem Kind schlecht geht und muss deshalb ein schlechtes Gewissen haben. Als Partner ist er oder sie dafür zuständig, dass die Beziehung gut geht. Und geht es einmal nicht gut, ist ein schlechtes Gewissen da. Zu wenig
für diese Beziehung getan zu haben. Als Angestellter ist man natürlich für alles zuständig, dass der Betrieb gut läuft, dass nichts schief läuft. Ja, da freuen sich die Mitarbeiter, gell? Aber wenn solche Strukturen ausgenutzt werden, finde ich das auch nicht unbedingt so positiv für den Betroffenen. Als religiöser Mensch ist er dafür zuständig, dass Jesus immer noch leiden muss, weil er so viele Sünden hat, bitte unter Anführungszeichen, und sehr ironisch formuliert. Und letztlich ist er in der völligen, krankhaften Ausformung dieser Struktur für alles zuständig, was in der Welt sich ereignet. Das geht natürlich dann schon in psychische, sagen wir, krankhafte Formen. Das Ausschalten des eigenen, das hat hier große Probleme zur Folge. Der Mensch muss, damit er alles, was von außen herankommt, mit einem äußerst feinen Wahrnehmungsapparat ausgestattet sein. Und das geht nur, wenn er sein eigenes ausschaltet. Er klebt förmlich am anderen, er steckt im anderen drinnen, um nichts zu übersehen. Und das ist natürlich schon was anderes wie die Empathie, das Einfühlungsvermögen für den anderen. Und da berührt sich Silicea und Kaliumsulfuricum. Bei Kaliumsulfuricum haben wir noch die Form von Ärger. Ich ärgere mich über den anderen. Bei Silicea ist es schon weg. Da gibt es das nicht mehr. Da ist es eine Funktionalität, nämlich einfach die Bereitschaft, willig, ohne zu fragen, die gefühlten oder eingebildeten Erwartungen zu erfüllen. Und das hat eine tiefgehende Versäuerung, Übersäuerung des Körpers zur Folge. Nicht, wo da die Säure gebunden wird, da denken wir an den 11. Und da sind es einfach die nach innen genommenen Forderungen. Und die werden nach häufigen Menschen projiziert, die gefühlsmäßig nahestehen. Das waren ja nahestehende Menschen, die solche Nöte erzeugt haben. Und je tiefer die gefühlsmäßige Beziehung zu einem Menschen war, umso intensiver wurden die Strukturen ausgebildet, aber umso intensiver will er dann die Strukturen leben, wenn er mit nahen Menschen beisammen ist. Und da muss natürlich die Harmonie am Leben erhalten werden. Und sie spielen mit. Und natürlich, dass die Harmonie erhalten bleibt, braucht ein Komplott gegen das Leben. Das haben wir schon heute schon einmal gehört. Sie wollen, dass ununterbrochen dieser Gleichklang, diese Symbiose erhalten bleibt. Man kann sich nicht mehr distanzieren oder überhaupt etwas in Frage stellen. Es kommt zu einer Überbelastung des Nervenapparates. Wir wissen ja, Nerven und Silicea hängt auch zusammen. Und wir sind bei der Harmonie. Und da heißt es dann, mit den Menschen kann man nicht streiten. Sie sagen ja, die Menschen, die also diese Harmonie leben, ein Paar, dass die Harmonie leben, dass sie ein Herz und eine Seele sind. Wissen Sie, wenn es nur mehr ein Herz und eine Seele ist, ist mindestens ein Herz und eine Seele gestorben, draufgegangen. Am schlimmsten ist, wenn zwei Harmonisierer beisammen sind, dann ist es, für die ist es sehr schwierig, zusammen zu leben. Es ist immer eine Selbstaufgabe, was da hier gelebt wird. Das Fremde wird gelebt, der andere wird gelebt. Und weder die eigene Not noch das innere Loch wird gespürt. Noch entsteht die Forderung nach einer eigenständigen Entscheidung. Alles, was die Harmonie stören könnte, wird radikal ausgemerzt, solange dies möglich ist. Also es lässt sich lange unterdrücken. Gell? Und man sagt ja, die Menschen streiten einmal. Und das ist bei der Scheidung. Und dann wird, da gibt es zwei Formulierungen, schmutzige Wäsche gewaschen. Da wird gesagt, ja, weißt du noch, damals und damals und da und da. Oder es gibt den sogenannten Rosenkrieg. Und ich habe eine Frau erlebt, die hat eine lange Zeit in der Verhaltenstherapie gelernt, sich abzugrenzen gegen
die Eltern gegen, die Umgebung gegen. Sie war nie bei sich, sondern immer bei dem, was ihre Eltern denken, erwarten, sich vorstellen könnten oder welchen Druck sie ausüben würden. Sie hat wohl gelernt, Nein zu sagen, aber immer gegen etwas. Und ich habe es dann gefragt, was sie für sich will. Bitte, sie hat die Frage nicht verstanden. Sie hat die Frage nicht verstanden. Sie war immer bei den anderen, aber nie bei sich. Und das war eine Zeit, ein Gespräch, ein intensives Gespräch. Und wissen Sie, was ist die beste Abgrenzung? Die beste Abgrenzung ist, was man für sich will. Dass man das auch ausdrücken kann und darstellen kann. Das Darstellen ist wichtig. Dass man zur Welt kommt mit dem, was man ausdrückt. Und dass man dann tatsächlich mit seinem Partner über die eigenen Wünsche und Vorstellungen sprechen kann. Wenn die Ermutigung zum eigenen besteht, die eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Möglichkeiten zu spüren, dann kann man sie auch ausdrücken. Wenn man sie nicht spürt, was wüssten du für dich? Ja, ich weiß eigentlich nicht. Ich weiß eigentlich nicht. Ist das nicht schlimm? Na, es gibt ja eine Zeit, wo man halt einmal wunschlos glücklich ist. Das gibt es ja auch. Das soll ja auch sein. Aber das spürt man dann auch. Da hat man höchstens den Wunsch, dass dieser Zustand länger anhält. Aber auch das ist gefährlich. Es gibt ja immer noch das Leben mit seiner Lebendigkeit, wo immer wieder was Neues passiert. Es geht darum, dass die Entfaltung des Menschen in diese Richtung geht, sich selbst zu spüren, seine Werte, denen er nachgehen will, dass er die auch äußern kann, ohne Scheu das Mögliche darzustellen und durch die eigenen Grenzen bedingt Erfüllbare festzustellen. Also der hat ja Grenzen, was dann entwickelt werden kann, was zur Welt gebracht werden kann und natürlich angemessen umgesetzt werden kann. Und hier nähern wir uns dem Satz, nämlich, dass das Leben die Kunst des Möglichen ist. Ohne, dass der Einzelne sich verleugnet oder den anderen missachten müsste. Also diese Balance im gegenseitigen Zusammenspiel der beiden Bereiche, ohne die innere Not erfährt das Leben die Fülle. Und die Affirmation ist ganz klar, du kannst nur dein eigenes Leben leben. Darin liegt die ganze Verantwortung. Und jetzt haben wir, ja, das, was der Mensch ununterbrochen anstrebt. Das, was der Mensch ununterbrochen vermeiden will, das tritt auch ein. Und der Mensch, der so in die Gefahr ist, vermeiden will, erlebt, dass etwas in die Brüche geht. Und es kommt zum Schock. Wir wissen, Schock, weiß, wie man, Nummer 12, Calciumsulfuricum. Es geht um Verkapselungen, es geht um Verhärtungen und es ist der Mineralstoff, der alles in Fluss bringt. Es geht auch um eine Reinigung, um eine Durchlässigkeit des Gewebes. Und hier sind wir bei Polarisierungen. Ich habe so gesagt, kreidebleich, weiß wie die Wand, aber wir haben auch diesen Gegensatz weiß und schwarz. Und da gibt es Menschen, die gerne in Gegensätzen denken, fühlen und ihre Handlungen danach ausrichten. Und da gibt es die Menschen, die sich für die Einstellung entweder oder entschieden haben. Gibt es nichts dazwischen? Alles oder nichts? Ich bin nicht für halbe Sachen. Ja, dann los ist halt ganz. Und diese Einstellung wirkt sich auch auf die Beziehung zu den Menschen aus. Da gibt es Menschen, die sagen, ich bin für alles offen, wissen Sie? Und dann wundern sie sich, dass die Menschen im Haus ihrer Seele herumtrampeln. Wird allerdings
die totale Verschlossenheit gelebt, vereinsamt der Mensch. So schwankt der Mensch zwischen den Extremen und tut sich schwer, das rechte Maß zu finden. Und dann gibt's natürlich in dieser Welt der Gegensätze sofort den Satz, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Dieser Satz hat fatale Folgen, denn es muss nicht jeder Mensch Stellung zu mir beziehen. Es gibt ja Menschen, zu denen ich keine Stellung beziehen muss, indifferent. Da muss ich keine Zuneigung oder Ablehnung haben. Das sind ja viel zu viele Menschen. Und da kann ich zu jedem Menschen eine Beziehung aufbauen, im Sinne von Ablehnung oder Zuwendung. Die gehen mir nichts an, hast du das jetzt mundartlich. Es geht um die Menschen, die mich etwas angehen. Aber der Mensch, der im Gefängnis der oben beschriebenen Strukturen ist, ja, wer nicht für mich ist, ist gegen mich, der muss den anderen sofort in eines der beiden Lager einstufen, damit er weiß, wer dran ist, ne? Und da gibt's dann vorschnell, sehr vorschnell Beurteilungen, Bewertungen, Einstufungen, Schubladisierungen, die eigentlich tödlich sind. Und da gibt's den Immanuel Levinas, den Philosophen der Ethik, der gesagt hat, wenn dich jemand anschaut, dann fragt er dich, wirst du mich töten? Und er hat es radikalisiert. Nicht die Frage, lässt du mich leben, sondern wirst du mich töten? Wirst du mich in eine Schublade schieben? Wirst du mich in einen Raster einordnen? Ja, das ist ja Migrant, das ist ja Revoluzzer, ja, das ist ja Ja-Sager und so weiter. Wirst du mich töten? Es ist radikal. Und wir haben hier die Verkapselung, die zwei Ursachen. Also die Verkapselung oder die Offenheit, die hat Ursachen. Entweder das eine oder das andere. Und da erlebt ein Mensch aufgrund seiner traumatisierenden Erlebnisse, zum Beispiel in der Kindheit, dass er nicht selbst lebt, sondern durch einen anderen, zum Beispiel durch seine Mutter. Er steht symbolisch auf den Füßen des anderen. Und da habe ich erlebt, dass ein Sohn mit 50, der immer noch bei seiner Mutter lebt, hat eine Freundin, die der Mutter nicht recht war, und sie hat ihm das Bankkonto gesperrt. Das hat sich tatsächlich ereignet. Oder dass der 55-Jähriger, hat mir ein Apotheker in Wien erzählt, dass ein 55-Jähriger immer noch bei seiner Mutter im Schlafzimmer liegt und er ist trotz Freundin, von der die Mutter nichts wissen darf, es nicht schafft, sich wenigstens ein wenig zu lösen. Aber viele Töchter leben bei ihren Müttern, die sie nicht verlassen wollen anfangs, und wo dann die Mütter sagen, ja, jetzt kannst du mich auch nicht mehr verlassen. So, wir stehen auf den Füßen des anderen. Auf der anderen Seite gibt es die Mehrzahl der Menschen, würde ich fast sagen, die im Beziehungsverlustschock leben und sich völlig zu isolieren beginnen. Die haben Angst um ihr Leben. Das kommt mir vor wie so eine Muschel mit der harten Schale und dem ganz weichen Kern. Innerlich sind sie erfüllt von dem nie wieder nach einer gescheiterten Beziehung oder wie immer. Nie wieder. Ich habe heute schon gesagt, die Vereinzelung, die Vereinsamung nimmt zu. Die Single-Haushalte überwiegen. Und es gibt die sogenannten Zwei-Wohnungen-Beziehungen. Sie wissen schon, was ich damit meine. Also das nie mehr wieder ist natürlich gemeint, nie mehr wieder auf einen Versuch einzulassen, eine Beziehung aufzubauen. Und dann gibt es noch Menschen, die gar nicht wissen, wo sie gelandet sind, die verhalten sich unangemessen, haben kein Gefühl für Nähe oder Distanz, sie landen in der sogenannten Distanzlosigkeit. Und es kommt bei beiden zu einem Stau der Lebensfunktionen, Stau des Gewebes, Abkopplung, innere Abkopplung. Und gehen dort um eine Öffnung. Beide Reaktionen führen ja den Menschen in eine Falle. Und immer ist es die Angst, einmal um den anderen, einmal um sich selbst. Wenn jetzt die Angst ums eigene Leben abnimmt, das ist die Verkapselung. Ja?
dann kann sich die Zuwendung auf den anderen hin immer öfter ereignen. Und natürlich behutsam und langsam und vorsichtig. Und dann wird es möglich, sich auf den anderen einzulassen. Wenn er noch aus sich selbst heraus will. Und bei dem, der auf dem anderen draufklebt, das ist die Angst um den anderen, der Sohn um seine Mutter, die Tochter um ihre Mutter oder um ihren Vater, nimmt die Angst um den anderen ab, nimmt der Mut, zum eigenen Leben zu stehen, zu. Immer mehr kann man dann zum eigenen Leben kommen. Der Mut, sich auf dieses einzulassen, wächst. Und das ist ganz spannend, der Schüssler, dieses Funktionsmittel ja als ein Mittel der Bindegewebsröhren bezeichnet hat, also diese Verbindung. Es geht um den Austausch von beiden Bereichen, das innere Leben mit dem äußeren Leben. Und die Lockerung der Blockade ist natürlich der Mensch unterwegs von der Angst um sich selbst zur Zuwendung zum anderen. Aus der sich verschließenden Abgrenzung entwickelt sich eine geöffnete Abgrenzung, ein vorsichtiges, begrenztes und reserviertes Eingehen auf den anderen, ist nicht mehr unmittelbar an die Angst gekoppelt, den anderen zu verlieren. Und es entwickelt sich der Mut, jemanden auf sich zukommen zu lassen. Aber auch sich von jemandem zu distanzieren. Und damit wird natürlich immer entschiedener die Auswahl der Menschen getroffen, mit denen man kann und auch will. Und hier geht es um den lebendigen Fluss zwischen innen und außen. Das betrifft auch die Erfahrungen, die einmal gemacht wurden. Aber durch neue Erfahrungen werden die einmal formulierten Antworten auf diese in Frage gestellt. Also bewährte Antworten behalten wir. Und so Eintagsfliegen, also Antworten, die sich als Eintagsfliegen entpuppen und die nicht mehr anwendbar sind, die lassen wir vergehen. Und natürlich muss man dann immer einen neuen Erfahrungshintergrund sich erwerben. Der Mineralstoff, der Brücken baut, der zwischen innen und außen vermittelt, als Mineralstoff, der Brücken baut, hat Calciumsulfurrückung und große Bedeutung. Und es zeigt die Notwendigkeit auf, dass Menschen nicht nur bei sich sein dürfen, weil sie dadurch die Welt aus den Augen verlieren, aber auch nicht nur in der Welt sein sollten, weil sie dadurch sich aus den Augen verlieren. Der Mensch sollte bei sich sein und die Welt nicht aus den Augen verlieren oder in der Welt und dabei sich selbst nicht aus den Augen verlieren. Damit kann er sich, indem er sich mit in die Welt nimmt, auch zur Welt kommen. Da haben wir das Wort verlassen schon heute in diesen Vorträgen gehört. Verlassen heißt, kann ich mich auf mich verlassen und kann ich mich auch verlassen auf den anderen hin. Und der kann auch die Welt bei sich zu Gast haben, weil er sie in sich einlässt. Und er weiß, sie ist keine Bedrohung. Und dann haben wir eben, nimmt die Angst um das eigene Leben ab, kann sich die Zuwendung auf den anderen hin immer öfter ereignen. Nimmt die Angst um den anderen ab, also zuerst das eigene Leben, jetzt um den anderen ab, nimmt der Mut, zum eigenen Leben zu stehen, zu. Und ich bin damit am Ende dieser Ausführungen und habe jetzt noch einen kurzen Text für Sie. Es geht um das ungelebte Leben von Werner Sprenger. Einen Weg gibt es, einen Weg. Es gibt einen Weg, den keiner geht, wenn du ihn nicht gehst. Wege entstehen, indem wir sie gehen. Die vielen zugewachsenen, wartenden Wege von ungelebtem Leben überwuchert. Es gibt einen Weg, den keiner geht, wenn du ihn nicht gehst. Es gibt deinen Weg. Ein Weg, der entsteht, wenn du ihn gehst. Danke für die Aufmerksamkeit. Oh, jetzt
kann ich gerade nichts sagen. Das war jetzt noch so berührend zum Schluss. Thomas, danke ja, für berührende Momente an drei Abenden. Danke für diese Motivationen, danke für diese Impulse, wie die Manuela gerade schreibt. Danke für deine Zeit. Danke für deine unendliche Neugier. Das hast du ja auch gesagt. Wir sind überwältigt, schreibt die Manuela. Jo. Ich werde morgen wieder etwas verteilen, Thomas. Ich schreibe wieder ein Mail. Das Hermann Hesse-Gedicht, ist das richtig? Ja, ja. Hallo? Vortrag Nummer 4, Fragezeichen. Ich weiß nicht, was die Beatrix meint. Naja, wir möchten vielleicht noch ein paar Seminare mit dir erleben, meint das. Also 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du hast mir ja heute gesagt, dass wir Ende September wieder etwas planen gemeinsam. Habe ich mich super gefreut. Also die Informationen kommen in Kürze. Oder möchtest du noch kurz was sagen? Ich freue mich, dass die Gelegenheit gibt, so etwas zu veranstalten. In ja. einer Zeit, wo es noch sehr schwierig ist, Seminare durchzuführen. Weil, ja, super, dass es diese Technik gibt. Genau. Und ja, ich hab da noch ein Buch, das mir sehr am Herzen liegt. Ich zeige es gleich. Jan Liedloff hat ein Buch geschrieben, auf der Suche nach dem Glück, nach dem verlorenen Glück. Gegen die Zerstörung unserer Glücksfähigkeit in der frühen Kindheit. Also es haben sich schon Psychologen mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und es ist ein berührendes Buch. Du hast ja auch eine. Natürlich habe ich noch den Erich Fried. Es ist, ja. was es ist. Du hast ja auch die Buchtipps auf einer Liste zusammengeschrieben, weil die Marlies das gerade gefragt. Ich habe ja noch was. Die vermähle ich morgen. Was ist das? Ach ja, da muss ja du noch drüber was reden. Nicht, ich bitte sehr. Ich habe noch ein Manuskript mit 80 Seiten. Das sollte ein Buch werden. Die Psychosomatik, manche Standpunkte und Erklärungen, die ich natürlich in der Kürze nicht bringen konnte. 15 Euro. Ihr könnt mir ein Mail schicken auf meine Mailadresse, dass ich es rausbringe. Und wir melden uns dann und Sie bekommen das. Aber noch wertvoller würde ich finden, das Buch Psychosomatik in der Biochemie nach Dr. Schüssler, das auf der Literaturliste drauf ist. Jetzt bin ich wirklich fertig. Danke fürs Dabeisein an euch alle. Wir beide danken. Thomas und ich sagen herzlichen Dank auch für eure Neugier und euer Vertrauen. Und es war eine wunderschöne Zeit jetzt, die drei Abende. Und wir hoffen auf mehr. Bleibt alle gesund, wie auch der Carsten schreibt. Wir bemühen uns, aber wir haben jetzt wieder Anregungen, auch wie wir gesund bleiben können. Die Nana freut sich, dass mit dieser Serie der WebEx-Veranstaltung es einfach weitergeht. Ich mache jetzt auch noch ein paar Geschichten, einen Lebervortrag, einen Darmvortrag. Es geht dahin. Wir dürfen reden, Thomas, gell? Ist das nicht wunderbar? Und vielen Dank für die anerkennenden Dankesworte. Ja, es baut uns auf, dass wir mehr machen. Herzlichen Dank, habt noch einen schönen Abend. Ich maile morgen wieder was rund und dann auf bald. Ja, wir lassen das jetzt alle nachschwehen. Thomas, hab herzlichen Dank. Baba euch allen, gute Nacht. Gute Nacht.